Parker und Schlenske. Der queere Rückblick mit Jessica Parker. Das bin ich. Hallo. Und Margot Schlenske. Damit dürfte dann wohl ich gemeint sein. Und von uns gibt's jetzt was auf die Ohren. Ach so. Du musst also, schon irgendwann okay, anfangen ich dachte, zu reden. Ich hab jetzt wirklich gedacht, das kommt der Jingle nochmal am Anfang. Nein, das... Aber das ist doch ein süßer Einstieg jetzt einfach schon mal. Natürlich ist das ein süßer Einstieg. Hallo Margot. Hallo Jessica Parker. Willkommen alle ZuhörerInnen zu unserem queeren Monatsrückblick. Diesmal ist der November dran natürlich. Ja, genau. Wir haben den ersten Podcast hinter uns gebracht. Heute ist es der zweite. Und möchtest du irgendetwas noch im Nachhinein... Dass du das noch erklärt hast natürlich, gerade, ja. Möchtest du noch was zum ersten Podcast sagen im Nachhinein? Naja, nee, also Margot, irgendwelche Themen haben wir doch noch nicht fertig besprochen. Das ist richtig, ja genau. Frag mich doch mal bitte, ob irgendwas offen ist vom letzten Mal. Margot, ist irgendwas offen vom letzten Mal? Du, gut, dass du fragst. Ja, da ist nämlich noch was offen, nämlich vom CSD Weimar. Frag mich doch mal, wie es denn beim CSD Weimar war, weil das wollte ich ja lang und breit nochmal erklären. Stimmt. Ich durfte es ja nicht, ja. Also frag mich doch bitte das mal. Das stimmt. Du, sag mal Margot, ja? Wie war es denn beim CSD Weimar? Toll. Damit haben wir das Thema dann auch abgehakt. Schön. Und jetzt können wir uns auf den November stürzen, der nun auch vorbei ist. Ein spannender Monat und es gab so vieles zu berichten. Ja, dann fangen wir mal an, ne? Super. Danke, Merkel. Ich liebe unseren neuen Jingle. Ja, danke, ja. Merkel. Vielen Dank an Andreas Brenner, der uns die ganzen Dinger zusammenschneidet und einspricht. Ja. Das macht er total super und professionell und schnell. Und schnell, also das ist man gar nicht gewöhnt von Leuten, die alles freiwillig tun. Ne? Überhaupt nicht. Politisches ist das Thema praktisch, ja. Genau. Danke, Merkel. Was haben wir denn, Frau Merkel, alles zu verdanken, weißt du, womit der November angefangen hat? Naja, dass Tegel geschlossen wurde natürlich, ja. Da ist die Merkel dran schuld. Natürlich, ja, ja, genau. Tegel ist zu und die Aktion vom Julian F.M. Stöckel, der ist ja der Tegelretter. Der ist der Tegelretter, ja. Der ist der Tegelretter. Ja, weil er, der ist ja immer nur unterwegs, der Julian Stöckel. Ja. Und der fliegt ja auch nur. Und der hat Tegel geliebt, immer mit seinem Tegel. Und der war sehr sauer, dass Tegel jetzt wirklich geschlossen wird. Mhm. Weil nämlich, warum wurde Tegel jetzt geschlossen? Weil... Ach, das ist aber, jetzt soll ich jetzt wieder klugscheißen? Nein, das möchte ich jetzt nicht. Das halte ich mir für später auf. Ach so, okay. Ja, innerstädtische Flughäfen zu nah und so weiter. Und Sonderklausel, oder was meinst du jetzt? Nein, weil der BER eröffnet wurde. Ach, natürlich. Oh Gottchen. Margot, das Thema. Na ja, entschuldige bitte. Oh. Ja. Natürlich, also der BER hat natürlich eröffnet, das allerdings dann auch, genau, Anfang des Monats, das war... Weiß ich nicht mehr genau. Ja, natürlich, ja. Ich habe ja immer erst gedacht, man hat es einfach nur geträumt und es stimmte nicht, aber er ist wirklich geöffnet. Ja. Wunderbar. Und in unserem Regionalfernsehen RBB, die haben ja wirklich ein Festival von Tegel gefeiert. Oh, jeden Abend irgendeine Live-Schalte zum Tegel. Jeden Abend haben sie, glaube ich, von Tegel berichtet. Haben wirklich, wie jede einzelne Tür zugemacht worden ist, da gab es auch gleich eine Sondermeldung vom RBB. Ja. Abendschau hat am Schluss live berichtet und während die Abendschau gesendet hat, ist dann auch das Licht ausgemacht worden. Ja, das war doch, also tatsächlich, ich habe es auch in der Abendschau gesehen und ich muss sagen, wir sind ja beide Westberlinerinnen und Tegel war für mich wirklich damals noch, als die Mauer stand, jetzt erzählen wir wieder von vor dem Krieg, aber als die Mauer stand, Tegel war wirklich für uns Westberlinerinnen so das Tor zur weiten Welt. Also so habe ich das als Kind auch wahrgenommen. Wenn man in Tegel war, dann ging es weit weg. Und das ist ein aufregendes Gefühl gewesen. Das war damals auch was ganz, ganz Großes. Und natürlich als kleine Kinder war Flughafen etwas ganz Aufregendes. Ja, ach Gott. Aber man muss auch sagen, dass natürlich Tegel irgendwie auch so, es war im Endeffekt so im Nachhinein betrachtet, der Flughafen war, glaube ich, für eine halbe Stadt und glaube 6 Millionen Besucher maximal ausgerichtet. Und jetzt sind wir halt eine ganze Stadt inklusive Umland und Drehkreuz und 20 Millionen, 30 Millionen. Das hat ihn natürlich völlig überfordert. Also hat er verdient, in Rente zu gehen. Hat er verdient. Und ich muss sagen, architektonisch ein Wunderwerk. Ich liebe die Architektur von Tegel. Ja. Ich habe jetzt den Architektennamen vergessen. Waren zwei auf jeden Fall? Waren zwei. Margot weiß das natürlich gleich wieder. Nee, aber ich weiß den Namen auch nicht. Wer Tegel nicht kennt, einfach mal kurz googeln. Das sieht aus, könnte auch in einem Science-Fiction-Film irgendwie so ein Stützpunkt der Sternenflotte sein oder so, finde ich. Ja, ich glaube auch schon, da sind durchaus ein paar Science-Fiction-Filme an Tegel designt worden. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Man hätte damals, ich glaube, dass die Serie Star Trek DS9 wurde, glaube ich, auf dem Flughafen Tegel geboren.
Ich finde, die Station sieht ein bisschen aus wie Tegel. Die ist ja auch so rund. Ja. Ja, und das war ja das Besondere an Tegel tatsächlich, wer es nicht weiß, das war der Airport der kurzen Wege. Man musste nicht unendlich lange gehen, um durch Security und was noch immer. Man ist hingegangen und da war am Schalter direkt auch schon die Security und dann war auch gleich das Gate. Man ist irgendwie so, musste 20 Meter laufen. Luftlinie 20 Meter, ja. Und da hast du alles hinter dich gebracht. Genau. Und beim neuen Flughafen sieht das ja ein bisschen anders aus. Habe ich gehört. Ich war noch nicht da. Warst du denn schon da? Also Margot, ich muss dir jetzt mal was sagen. Das hättest du vielleicht gar nicht gewusst. Nein. Aber ich war schon mal am BER. Und nein. Zwar, ja. Und zwar, als der eröffnet hatte schon mal fast, das war 2012. Ich wollte gerade fragen, welche der Eröffnung, denn wir hatten ja einige. Die allererste. Das 2012. Original. Das Original, das war im Mai 2012. Und da haben sie ein Bürgerfest gemacht, damit man sich den Flughafen schon mal angucken konnte. Und das war irgendwie so eine Woche vor Eröffnung vielleicht oder so. Und da war mir schon klar, das wird gar nichts, weil irgendwie da noch nichts fertig war. Das hat mich schon sehr stutzig gemacht. Ja. Ja. Und wer sich das angucken möchte, in meinem Magazin, Attraktiv, das Star-Magazin aus dem Jahr 2012, kann man sich das auch nochmal ansehen. Da war ich nämlich live vor Ort mit der Kamera. Ach Mensch, hast du ja Schleichwerbung gemacht? Na, nein. Gut, okay. Nein, überhaupt nicht, nein. Also nee, jedenfalls, jetzt hat der BER nun auf, jetzt fliegt alles von dort, beziehungsweise es fliegt jetzt halt ja nicht wirklich etwas. Ja, gut, das dann ist natürlich jetzt schwierig, ja. Ist alles sehr, sehr schwierig, ja. Aber lassen wir das. Ja. Genau. Wir haben ja auch was anderes Schönes erlebt, eben jetzt im Dezember, weil ich mache mal einen Sprung ganz kurz. Ja, bitte darum. Danke. Die CDU. Kenne ich nicht. Das ist eine Partei im Bundestag. Stellt unsere Bundeskanzlerin und unsere Bundeskanzlerin dankt ja jetzt ab. Ja, ja. Ende nächsten Jahres. Frau Merkel, ne? Das ist diese Frau Merkel, für der wir diese Rubrik gewidmet haben in gewisser Weise. Und die suchen ja einen neuen Parteivorsitzenden, ohne Gender Gap diesmal, weil es sind nur Männer, ist halt die CDU. Und der Friedrich Merz hat sich beschwert, dass der Parteitag, auf dem er gehofft hatte, gewählt zu werden. War das ein grammatikalisch korrekter Satz? Ja, mach mal. Oh, bitte. Achtung, Aerosole. Oh, jemine, Gott sei Dank. Was bin ich froh, dass wir eine Plexiglasscheibe zwischen uns haben. Ja, Gott sei Dank. Aber die muss man jetzt abwischen. Ja, sieht jetzt echt nicht schön aus. Oh, entschuldige, Gott, bitte. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das, was ich da jetzt sehe, wirklich auf der Plexiglasscheibe oder auf deinem Gesicht hängt. Aber ist egal. Liebe Schnodder, weiter geht's. Apropos Schnodder. Friedrich Merz, wie gesagt, hat sich jetzt beschwert, dass der Parteitag verschoben wird. Er hat wahrhaftig eine Analogie geschaffen. Nein, keine Analogie, sondern wie heißt es? Er hat eine Brücke geschlagen dazu, dass das ja diese Corona-Geschichte, die als Grund dafür genannt worden ist, wohl von einem Teil der Parteispitze mehr oder weniger in die Wege geleitet worden ist. Ja, alle gegen ihn jetzt, ne? Um ihn jetzt als Parteivorsitzenden zu verhindern. Ja, der arme Mann. Die CDU hat also Corona erfunden, jetzt wissen wir es. Das ist wirklich auch für eine andere Rubrik eigentlich ganz gut, so Fake News der Woche. Oder ja, so. Das kommt auch noch. Ach Gott, ich möchte gar nicht vorgreifen. Ich frage mich ja zwei Fragen. Bitte. Erstens kann ich es nicht ertragen, dass auf einmal Friedrich Merz wieder aufgetaucht ist aus dem Nichts. Der war jahrelang in der Wirtschaft war der, ne? Freie Wirtschaft. Ja, der ist Mittelstand geworden jetzt mit zwei Cessnas und ein paar Millionen auf dem Konto. Das ist der deutsche Mittelstand, meine Lieben. Und auf einmal ist er wieder da und holt sich auf sich selbst einen runter, als wäre er der Heilsbringer Deutschlands. Es ist unerträglich, dieser Mann. Das ist so ein richtig, Mansplaining ist, glaube ich, hat er auch erfunden. Also so wirkt er auf mich, ja. Und ich finde, der sieht immer ein bisschen aus, als ob der bei Harry Potter halt auch im Slytherin-Haus irgendein Lehrer wäre. Ja, das könnte ich mir gut vorstellen. Das ist er dort. Er hat allerdings zuvor eine andere Rolle schon gespielt. Ach so. Und zwar in der Zeichentrickserie The Simpsons. Ach, du Mr. Burns, oder? Mr. Burns. Ja, okay. Ich meine, der ist so wandelbar, der Friedrich Merz. Ja, der könnte alles spielen. Ja. Ja, und er hat auch wirklich, also er hat parteipolitisch ist er ja, oder politisch ist er ganz, ganz en vogue und vorne mit dabei. Wenn du Interviews und Co. mit ihm miterlebst, dann hast du immer eine ganz, ganz große Freude. Ach Gott, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ja. Maskulin, wie heterosexuell und keine Ahnung. Nein, ich kann es eigentlich gar nicht ausdrücken, wie geil, wie ewig gestrig der eigentlich ist. Du meinst die Sache, die er auch gesagt hat in diesem einen Interview, ich glaube, das war mit der Bild TV oder so. Er hat ganz viele Sachen gesagt, nichts davon war gut. Das war schön. Wo er doch gesagt hat, er hat ja nichts gegen Homosexualität und Schwule. Solange es dann halt nicht irgendwie um Kindesmissbrauch geht, wäre das dann schon ganz okay. Ja, genau, richtig. Und das ist halt so, das ist das Konzept der CDU. Die kann halt nicht ohne so eine Perversität irgendwie.
CDU kann ja für Friedrich Merz jetzt nicht generell was. Nein, ja? Nicht. Aber es gibt ja so ein paar spezielle Politiker in dieser Partei. Kennst du denn Cavier? In unserem Vorgespräch habe ich schon gesagt, ich habe keine Ahnung, wer das ist. Der ich habe erst gedacht, du wolltest Bouffier schreiben, hast Bouffier. Du verschrieben, aber nein. Aber immerhin, den kennst du auch. Nein. Das ist auch ein Todesser übrigens, ja. Ah ja, natürlich. Ja. Ja. Nein, Cavier ist der Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern und der hat wohl vor 2 Jahren Waffen gekauft bei einem Rechtsextremisten oder bei einem mit einer rechtsextremistischen Szene verankerten Menschen. Jetzt frage ich mich natürlich, wieso kaufst du als Innenminister eigentlich Waffen für den Privatgebrauch? Für den Privatgebrauch zum Verteidigen des eigenen Grundstücks. Genau. Ja? Oder der geht halt gern jagen. Ach so. Dachte ich mir jetzt so. Und wen jagt er da so? Seine Frau. Okay, gut, wenn Spaß macht. Okay. Also die Frau tut mir ein bisschen leid. Aber das ist doch echt ein Ding, ne? Also da denkt man sich da auch, also man muss, dass der nicht nachdenkt vorher, dass es vielleicht irgendwie auffallen könnte, wenn er Waffen kauft als Innenminister und dass er da nicht drüber nachdenkt, wo er die auch kauft. Naja, also immerhin hat er ja alle Konsequenzen gezogen. Er ist zurückgetreten als Innenminister. Okay. Aber natürlich behält er sein politisches Amt in der, im Parlament. Da bleibt er natürlich, er bleibt im Landtag, weil irgendwo muss das Geld ja auch herkommen. Wie sieht denn der aus eigentlich? Ist der hübsch? Wir reden hier von CDU-Politikern. Okay, das stimmt. Kennst du lass mich einen ganz kurz einzigen überlegen. CDU-Politiker, der attraktiv aussieht? Schäuble finde ich ganz geil eigentlich. Ach echt? Ja, okay. So einen leichten Opa-Fetisch. Ja, merke ich schon. Ja. Ist schon sehr, also es wäre jetzt nicht. Lass uns bitte sofort weitermachen. Ich möchte das auch ein bisschen übel. Gerade, ich möchte das nicht. Nein, haben wir noch was? Ach ja, natürlich. Was wolltest du mir noch erzählen? Na, ich wollte noch was erzählen von der CDU. Ich bleibe ja bei der CDU. Die liebst du gerade, ne? Ja, ich beobachte die ja sehr, sehr gerne, weil die ja schon sehr, sehr, sehr speziell ist. Ja. Und die haben ja auch politische Einstellungen, wo ich immer sage, das ist ja schon nicht nur ewig gestrig, sondern manchmal auch noch völlig absurd. Die CDU-CSU-Fraktion im Bundestag hat nämlich getwittert. Ist das schon mal toll, ne? Die haben einen Twitter-Account. Ich glaube, die haben das durch Donald Trump gelernt, dass es Twitter gibt. Ja. Und dort haben sie getwittert, Cannabis ist eine Einstiegsdroge. Und es hat gar nicht lange gedauert, bis Twitter reagiert hat. Ach so. Und ein Vermerk dran gepackt hat, dass diese Aussage, Zitat, falsch und irreführend ist. Nein. Ja. Oh, das ist ja auch wahnsinnig peinlich. Ich würde mir das wesentlich häufiger wünschen. Ja, natürlich, ja. Ich meine, gut, ich wusste gar nicht, dass das jetzt auch in Deutschland auch schon geht. Ich dachte, das gibt es nur in Amerika, diese Fake News Aufdeckungs. Jetzt gibt es das auch hier. Ja, wunderbar, bitte mehr davon. Ja. Aber dann kann ja die AfD ihren Twitter-Account auch gleich einstellen eigentlich. Hab ich jetzt so nichts dagegen. Ja, ich auch nicht, stimmt. Wäre jetzt total in Ordnung. So, jetzt müssen wir auch über das allergrößte Ding natürlich reden, politisches, was in diesem Monat passiert ist. Was denn? Es gab eine Wahl. Ach Gott, stimmt. Ach du, ich bin ja gedanklich schon wieder so weit vorne. Ich plane ja schon das Jahr 2021, weil ich so viele Booking-Anfragen reinkomme. Ja, klar. Die US-Wahl natürlich, Gott sei Dank, der orange Clown ist endlich weg. Da müssen wir aber auch nicht mehr viel zu sagen, oder? Nein. Außer das Danke. Es zieht und zerrt sich alles noch ein bisschen in die Länge. Aber uns ist da was Schönes aufgefallen, nämlich Madame Tussauds hat was sehr, sehr Tolles gemacht. In Berlin ist Madame Tussauds. Madame Tussauds in Berlin war das meines Erachtens nach. Sie haben die Wachsfigur von Donald Trump genommen und sie in eine Mülltonne gepackt. Ich fand das Foto doch wirklich toll. Aber ich muss auch wirklich sagen, da so ein Unternehmen wie Madame Tussauds, dass die die Eier in der Hose haben, das einfach zu machen. Weil ich könnte mir viele anderen vorstellen, dass sie sagen, das können wir nicht machen, das ist doch ein Weltpolitiker und so, wer weiß. Das zeigt in gewisser Weise, dass sie erstens unabhängig sind und dass sich ein paar Freiheiten, künstlerische Freiheiten erlauben können. Und natürlich auch, das ist auch ganz wichtig für freie Unternehmen und für die Kunst und Kultur, Unabhängigkeit und ein Statement setzen. Das würde ich mir von wesentlich mehr Leuten einfach mal wünschen, ein Statement setzen und in der Öffentlichkeit auch mal für gewisse Sachen einstehen. Ja. Von wem zum Beispiel? Na, von dir zum Beispiel. Von mir? Ja. Na, ich bin ja, nee, ich halte es ja immer so, ich bin ja wie die komische junge Freundin von Michael Wendler.
ich habe gar keine Meinung. Ja? Aber das stimmt natürlich. Ich habe natürlich auch eine Meinung, Marco, und das weißt du auch. Das ne? weiß das ich Das weißt auch. Du auch. Aber das, ich möchte es nur noch mal gesagt haben, für alle, die mich noch nicht kennen, dort draußen an den Empfangsgeräten. Ich fand es sehr süß, ehrlich gesagt, wenn man, ich gucke ja wahnsinnig gerne sonntags exklusiv das Daumagazin mit Volker Ludewig. Und da haben sie natürlich auch über die US-Wahl berichtet. Und da haben die aber nicht an sich über den politischen Vorgang berichtet, sondern die haben sich natürlich nur mit dem Outfit von Melania beschäftigt. Und dass man ja an dem Outfit auch schon ablesen kann, wie ihr Seelenheil ist, also wie sie sich gerade fühlt. Weil je nachdem, das hat eine Expertin dann auch bewertet, hochgeschlossen, es bedeutet halt, sie ist sehr ernst und es kommt gar nicht zurecht mit der neuen Situation oder freut sich schon zu Hause auf New York und hat sie ein flatterndes Chiffonröckchen an. Und das fand ich so köstlich, wie man sich halt auch mit solchen belanglosen Dingen dann sehr lange beschäftigen kann bei eigentlich einem ganz anderen wichtigen Thema, was der RTL halt auch. Und was bedeutet ihr glattgezogenes Gesicht? Das haben die jetzt nicht besprochen. Es tut mir leid, Margot, da bin ich jetzt nicht informiert drüber. Ja, weil das wäre das einzig Interessante gewesen. Was bedeutet? Also außer, dass sie Geld hat. Ja, und ich habe auch so eine, na egal, lass uns nicht über Melania Trump sprechen, meine Liebe. Wieso? Mich würde es interessieren, bleibt sie bei ihm, verlässt sie ihn jetzt, also tritt sie nächstes Mal zur Wahl an, weil wenn er jetzt vor Gericht kommt, wird er nicht mehr antreten können, wenn er verurteilt wird. Ja. Achso, und meinst du, der wird wirklich verurteilt werden? Ich weiß es nicht, was man so hört, also das gerüchteweise jetzt, könnte es schwierig sein. Andererseits, der ist schon aus so vielen Mist rausgekommen. Ja, also ist schon höchst kriminell immer gewesen. Und kommt durch. Ich habe ja neulich so eine Enthüllungsreportage über Melania Trump gesehen, die lief auf Arte tatsächlich. Nein. Das fand ich sehr merkwürdig. aber und dann, und da wurde halt auch vorher gesagt, also sie wird sich ganz sicher dann scheiden lassen wenn sie halt fertig sind mit dem Weißen Haus. Und sie freut sich halt auch schon sehr, dass sie sich nicht mehr um diese Weihnachtsdekorationen kümmern soll. So, und dann weiß ich aber den neuesten Hotshit aus dem Weißen Haus. Ja. Ja, weil nämlich Expertinnen und Experten aus Washington vermuten jetzt schon, dass sich Ivanka Trump schon bereitstellt, sich für die Präsidentschaft zu bewerben. Das ist seine Tochter, oder? Das ist seine Tochter, ja. Ach, der Grüne. Weil die war ja eher schon seinem Stab auch schon so, ne? Und also das, vielleicht bleibt es ja bei den Trumps irgendwie nur eine andere operierte Kuh. Super. Das heißt, wir haben dann in den USA auf Dauer immer irgendeinen Trump. In Russland haben wir grundsätzlich Putin, der macht das ja noch 100 Jahre. Der wird ja auch, ich glaube, ähnlich wie Lenin, wird er die ganze Zeit in dem Mausoleum glatt gespritzt. Einbalsamiert. Naja, und der trinkt natürlich auch Säuglingsblut, deshalb bleibt er halt auch immer jung. Ja, ne? Natürlich, ja genau. Und zusammen, eigentlich müssten ja Trump und Putin müssten eigentlich heiraten und dann sind sie das Traumpaar Trump-Putin. Ach toll, Gott. Oder? Das ist ja toll. Das süß. Ist nochmal was für die Bild oder nein, für so eine Gazette, für die Gala oder sowas. Für die Gala. Dann können sie echt mal über Trump-Putin reden. Trump-Putin. Sehr textsicher heute. Hattentitü. Komm. Ich hasse es, ohne Playback zu singen. Okay, lass uns mal weitermachen. Ja, ich möchte auch nicht mehr. Es war jetzt genug Politik. Ja, es reicht. Und hier die Rubrik, die auf meinem Sprechskript mit 4 Fragezeichen beschriftet ist, da weder Jurassica noch Margot eine passende Idee dafür hatten. Eigentlich wirklich armselig von uns, ne? Der arme. Völlig versagt. Ja, also die Rubrik soll Gesellschaftliches sein. Ja. Aber wir brauchen noch einen schmissigen Namen für Gesellschaftliches, weil der Begriff Gesellschaftliches klingt wahnsinnig unsexy, sogar für meine Verhältnisse. Sogar, und du lebst ja unsexy, ist ja dein zweiter Vorname eigentlich. Ja, Margot, ne? Ich bin sehr, sehr unsexy. Das ist überhaupt nicht wahr. Also viele sagen ja, dass ich im Herrenfummel doch überraschend attraktiv bin. Ja, nee, das kann ich gar nicht bestätigen, Margot. Ja, du gar nicht. Das wirklich. Hast du dich mal von hinter einer Kaffeemaschine stehen sehen? Ja, das ist doch erotisch. Kein schöner Anblick. So, Margot. Die Leute sollen mich auch nicht von hinten an der Kaffeemaschine stehen sehen. Aber weißt du was? Hast du kannst, denn für Bilder? Da wichse ich immer drauf, wenn ich dich da stehen sehe, ja. Wir müssen, glaube ich, nochmal ganz kurz erklären, warum du mich an der Kaffeemaschine stehen siehst, oder? Weil wir beide im selben Verlag arbeiten. Wir arbeiten beide im gleichen Büro, im gleichen Verlag und da gibt es einen großen, ich sag mal, Kaffeebereich irgendwie. Mhm. Nein, also es ist ein großer Meetingraum. Lounge irgendwie und da steht eine Kaffeemaschine und ich trinke halt gerne Kaffee, weil ohne Kaffee ertrage ich dich einfach nicht. Kann ich auch verstehen, ja. Und ich trinke immer Espresso, weil ich brauche echt mindestens 3 Espresso Doppio, ehe ich dich ansprechen kann. Ja, ja.
Und du hast ja auch immer dein Käffchen, deinen großen Bottich, den du da machst. Oder die Flasche Schnaps, je nachdem, wie nach mir ist. Ne, du machst ja beides zusammen rein. Ach ja, das hast du rausgefunden. Ich dachte immer, es ist ein Geheimnis, was niemand erfährt. Das ist kein Geheimnis. Echt wirklich zu clever, Margot. Ich weiß, ich habe aber allerdings heute gestaunt, als ich gesehen habe, dass du in deinen großen Bottich Kaffee, glaube ich, nur 3 Tropfen Milch reingemacht hast. Unglaublich wenig Milch, wo ich dachte, bei der Menge kann man es eigentlich auch sein lassen. Margot, soll ich dir sagen, warum? Ja, bitte. Ich weiß es nicht. Also tatsächlich ich trinke eigentlich meinen Kaffee lieber schwarz. Ja. Ich mache aber wirklich mal ein bisschen Milch rein, weil mein Zahnarzt gesagt hat, das ist besser fürs Zahnfleisch. Ah. Weil schwarzer Kaffee pur halt das Zahnfleisch mit der Säure sehr angreift. Und da habe ich jetzt etwas, da kann ich jetzt wunderbar klugscheißen. 30 Sekunden klugscheißen mit Margot, wenn sie es denn in 30 Sekunden schafft. Es ist nämlich so, wenn du Milch in den Kaffee reinmachst, dann wird das Koffein aufgrund der Enzyme in der Milch schneller in den Blutkreislauf aufgenommen. Ach was? Ja. Du wieder, Margot. Ja. Toll. Und das Tolle ist, ich bin unter 30 Sekunden geblieben mit der Erklärung. Das ist aber auch wirklich wahrscheinlich das erste und letzte Mal sein, Margot. Und ich finde übrigens diesen Einspiel ziemlich fies, dass man hier mir so von dem... Klingt gut, das habe ich mit Andreas heimlich besprochen. Ja, sehr gemein. So. Aber du kannst es mir jetzt gleich... Entschuldigung, muss mal kurz aufstoßen. Ja, mach es doch. Immer ins Mikrofon rein, damit die ZuhörerInnen auch etwas davon haben. Du kannst mir jetzt, weil ich dich gerade so schön beleidigt habe mit deinem fetten Arsch an der Kaffeemaschine, da kannst du es mir gleich zurückgeben. Natürlich, komm, denn haus drauf. Genau, am 2. November 2020 gab es eine ganz, ganz große Aktion, die da lautete: Ohne Kunst wird's still. Alle KünstlerInnen sendeten bei Facebook, YouTube oder sonst wo in gewisser Weise Stille. Es gab Menschen, die filmten ihr leeres Klavier irgendwie ab. Es gab Leute, die haben einfach den Ton aus Videos rausgedreht. Es war kreative Stille, die umgesetzt worden ist. Oder man zeigt auch einfach mal ein leeres Blatt. Ja. Ich beispielsweise habe von meinem Kochtalk einfach für 10 Minuten oder sowas die leere Küche gestreamt. Ja. Da ist nichts passiert. Wir haben das verstanden. Genau, richtig. Ja. Und Jurassica, was hast du dir dazu einfallen lassen? Ich habe da ein Schminkvideo hochgeladen von mir. aber aus so 20 Minuten Schminken. Ich wusste das wirklich nicht. Ich habe das nicht mitbekommen dieser Aktion. Aber auch vielleicht einfach, weil ich die Tage vorher vielleicht nicht viel auf Facebook war. Also ich weiß es nicht. Aber als du mir dann geschrieben hast, stellst du so ein Schminkvideo hoch, wo alle KünstlerInnen sich da jetzt irgendwie engagieren, mit der Hashtag-Aktivismus machen. und dann da habe ich gesagt, also, aber das war mir wirklich ein bisschen unangenehm. Aber andererseits, meine Güte, es hat mir niemand krumm genommen. Das wäre auch ein bisschen albern. Es hat halt auch keiner gesehen. Sag mal, was verschlucken. Ich bin sehr, sehr froh, dass wir hier diese Glasschutzwand zwischen uns haben. Ja, heute ist wirklich eine Virenschleuder. Das ist ja schlimm. Grauenhaft. So, Margot. Wer das Schminkvideo sehen möchte, geht einfach auf meinen YouTube-Kanal. Das ist sehr unterhaltsam. Ihr könnt mich zwischendurch auch auf meinen YouTube-Kanal gehen. Da ist ja nichts drauf. Genau deshalb. Ja. So. Da findet man halt mal keine Jurassica Parker. Das ist ja auch mal ganz schön. Apropos Walflosse. Ja. Das finde ich ja unheimlich interessant. Ich auch. Erzähl's mir. In den Niederlanden ist eine, ich glaube, S-Bahn, Magnetschwebebahn. Ich glaube, es war eine S-Bahn. Die haben keine Magnetschwebebahn. Nee, die haben nur eine U-Bahn oder was auch immer war es gewesen. Die ist ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Sie war oberirdisch, muss man dazu wissen, auf Stelzen. Und ist ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Das Gleis war leider zu Ende und der vorderste Waggon bewegte sich halt dann über das Ende hinaus und hing in der Luft. Allerdings, muss man dazu sagen, die Holländer sind ja nicht irgendwie doof. Nein, die haben da ein Kunstwerk hingestellt und das Kunstwerk sind 2 aus dem Boden ragende riesige Walflossen. Ja. Und eine dieser beiden Walflossen hat damit diesen Zug vor dem Runterfallen aufgefallen. Das ist wirklich eine coole Geschichte, das kann man sich gar nicht ausdenken. Nein. Aber wirklich, ich wäre da 1000 Tode drin gestorben. Ja. Wäre ich dann eine Passantin, wie sagt man,
Fahrgästen. Passagieren? Passagieren, genau. Mhm. Und, aber es erinnert mich daran, damals gab es noch den Spreepark hier in Berlin. Ja. Ja. Und da war ich als Kind, ständig musste ich dahin, wollte ich dahin. Und da bin ich einmal in der Loopingbahn stecken geblieben. Ja. Da, und das war wirklich, ich glaube, ich habe davon noch nächtelang schlecht geträumt. Und zwar ganz nach oben, die fährt immer so langsam hoch. Und da oben setzte sie auf einmal aus. Wir mussten dann oben da aussteigen. An der obersten Stelle, ja. am Anfang, der höchste Punkt eigentlich. Ja, oh, und Gott. Da mussten wir dann aussteigen, dann wurden die Bügel hochgemacht und dann mussten wir da rausklettern und da habe ich wirklich gedacht, ich muss jetzt sterben. Oh Gott. Ja, und so ging es den Leuten in der S-Bahn da vielleicht auch. Ja, ich glaube, die war leer. Ach so, aber, das ist auch unspektakulär. Ja. aber da pustest du diese Meldung auf und da ist da irgendwie wenigstens... natürlich, das ist doch wichtig. Ich meine, wir in Berlin kennen sowas, wir hatten das ja auch schon mal gehabt. Ja, wobei ich davon nichts weiß. Ach. Ich weiß nur von der Magnetschwebebahn, die wir hier hatten. 1988 hatten wir eine Magnetschwebebahn. Ja, so kein besonders erfolgreiches Projekt. Naja, sie ging Gleisdreieck los, dann ist die Mauer gefallen und da musste man halt dann dort das wieder hinbauen, was da früher nämlich war, mal war, nämlich die U2. Das ist ja die ehemalige U2-Strecke. Ach, Richtung da Potsdamer war Straße. Die? Ja, Gleisdreieck ging sie los. Und ging dann bis zur Philharmonie, also Nähe Potsdamer Platz und dann ist nach links abgebogen. Linie 1 Kilometer vielleicht. Das waren drei Stationen, das war halt nichts groß. Und auch die ist dann an der Philharmonie, ist sie ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Ach, was, ne? Das kann man bei Google mal suchen, Magnetschwebebahn Berlin Unfall. Und dann siehst du, wie sie halt auch so drüber hinweghängt. Da war halt keine Walflosse. Wollte ich jetzt fragen, ob da auch Walflossen waren. Nein, Gott sei Dank war da auch kein Mensch an Bord. Stimmt, bei uns war keiner an Bord. Ach so, das so war das. Alles durcheinander. Ja, bei uns war keiner an Bord. In Holland kann man jetzt zumindest sagen, die Walflosse, die Kunst rettet Leben. Deswegen, also Kunst ist essentiell, ist wichtig. Das hast du so schön gesagt. Ach, wo wir gerade bei der Kunst sind, fällt mir ja noch ein anderer Künstler ein. Ja. Jetzt grade, ich bin gerade so künstlerisch auch. Ja, bitte. Komm, lass uns doch über den größten Denker unserer Zeit sprechen, den talentiertesten und unterhaltsamsten Künstler. Da bin ich jetzt gerade unsicher. Michael Wendler, genau. Und lass mich doch auch mal reden. Nee, ist klar. Und Michael Wendler, da ist so viel passiert, man kann das gar nicht mehr zusammenfassen, Margot. Ja, mir ist schwindelig geworden. Ich meine, der war ja schon vorher peinlich, also super peinlich. Ja. Und jetzt, das hat der ja ganz kurz zusammengefasst, der hat in einem Instagram-Live-Video hat der offiziell seine Jobs bei RTL gekündigt und hat auch den Rücktritt der Bundesregierung gefordert und das übliche Querdenker-Gescheiße halt, ja. Und Attila Hildmann hat doch auch ihm dann gleich gratuliert auf Telegram. Ach Gottchen, ja. Ja, und hat dann in so einem Autovideo auch gesagt, jetzt kommen jetzt auf jeden Fall noch mehr Künstler zukünftig, die halt auch mindestens 10 aufwachen. Ja, mindestens 10, die aufwachen und so. Ja. So, Margot, jetzt pass auf. Ja, als das angefangen hat alles mit dem Wendler, ich war der festen Überzeugung, dass das einfach ein Clou ist, ein Fake ist und der vielleicht zusammen mit dem Böhmermann oder so so ein Fake generiert und dann kommt alles raus und nicht wahr. Aber dafür halte ich den Wendler nicht für intelligent genug. Nee, aber aufmerksamkeit geil genug. Ja, aber dafür halte ich Böhmermann wiederum für intelligent genug, das nicht mit dem Wendler zu machen. Der folgt mir jetzt übrigens auf Instagram, der Jan Böhmermann. Oh. Habe ich dir schon vorgestern per WhatsApp geschrieben, aber ich erzähle es gerne nochmal für unsere ZuhörerInnen, dass Jan Böhmermann mir jetzt folgt auf Instagram. Lieber Jan Böhmermann, er hatte nur die Hoffnung gehabt, dass du ihm zurückfolgst und dann hätte er dich wahrscheinlich gleich wieder entfollowed. Ja, dem natürlich schon seit ein paar Jahren. Ne? Und Ja, weil ich mag den gern leiden, den Jan Böhmermann. Der ist ja auch toll. Einer der wirklich klügsten Köpfe meiner Meinung nach im kabarettistischen deutschen Fernsehen, finde ich. Ja. Und der müsste eigentlich eine tägliche Late-Night-Show haben. Das erinnert mich so ein bisschen an Harald Schmidt, was der heutzutage das macht. Das stimmt. In modern. Aber das brennt ja dann auch so aus, wenn man eine tägliche Late-Night-Show machen muss. Ja. Frag mich, ich bin ja auch so Du bist ja fast täglich. Wie oft nochmal? Zweimal im Monat. Das ist fast täglich. So viele Tage hat der Monat jetzt auch nicht. Ne? Und wenn es dann im Februar nur 28 Tage sind, dann bist du, danach brauchst du erstmal 2 Wochen Urlaub. Ja. So, genau. Was wir noch sagen wollten, der Wendler hat ja eine Umfrage gestartet auch noch. Ach so, das weiß ich nicht. Ja, nach all diesem Hin und Her hat er eine Umfrage gestellt an seine Fans. Wollt ihr, dass ich heute Abend live gehe und sage und schreibe? 87% haben dazu gesagt,
Nein. Also, was ihn nicht gehindert hat, trotzdem auf live zu gehen. Natürlich, weil aber das, ich glaube auch, dem folgen mehr Leute auf seinem Instagram, die ihn halt einfach beschissen finden und die wollen halt einfach nur nicht verpassen, was er wieder Dummes verzapft, als dass ihm wirklich Fans folgen. Ich kenne auch keinen Menschen, der jemals eine Wendler-CD gekauft also, hat. Also wer nicht weiß, wer das überhaupt ist, das ist ein Schlagersänger. Das ist so ein Ballermann, der macht auch Ballermann, oder? Hat er zumindest immer gemacht. Oder was für Schlager singt der? Ich habe keine Ahnung. Ich habe auch noch nie mitbekommen, dass der irgendwo aufgetreten ist. Ich glaube, ehrlich gesagt, er kündigt große Konzerte an, kommt dann vertraglich irgendwie raus und verdient damit sein Geld, dass er nicht auftreten. Aber so sind sie halt, die Influencer. Ne? Der ist jetzt halt Influencer. Was ist denn Influencer? Also, du Margot. Ja, bitte. Ich würde dir gerne mal was erklären. Okay. 30 Sekunden Klugscheißen mit Jurassica Parker. Ich habe nämlich jetzt, Margot, also ich habe nämlich jetzt was ganz, ganz Neues habe ich jetzt entdeckt. Und zwar gibt es jetzt statt Influencer, das ist mittlerweile out, es gibt jetzt auch die Sinnfluencer. Was soll das sein? Und zwar, pass auf, das ist eine ganz neue Gattung der Influencer. Ja. Und zwar machen die, die machen keine, posten keine Selfies und Fitnessvideos, also belangloses Zeug, sondern sie machen gesellschaftlich relevante Posts. Da ist zum Beispiel eine, die geht auf der Straße und sammelt Kippen auf und sammelt die in einem Glas und zeigt dann das Glas, wie viele Kippen auf der Straße liegen. Also wirklich ein Thema, was wirklich auch schlimm ist mit den ganzen Scheißzigaretten. Und dann gibt's halt so Vorschläge, was man stattdessen machen kann, anstatt die auf die Straße zu schmeißen. Das ist das neue Sinnfluencing. Okay. Also es ist ein Wortspiel halt auch. Ja, 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 schon verstanden. Ja, ja, genau. Und da habe ich mir aber gedacht, Margot, in meinem kleinen Köpfchen, wir beide sind schon Sinnfluencer. Eben. Weil also wir haben ja schon immer auch Aussagen in unseren Postings. Oftmals schon. Dann haben wir das erfunden eigentlich. Wir sind von Anfang an dabei gewesen. Wir haben das schon damals bei Gay Romeo gemacht, Sinnfluencer. Romeo haben wir das auch schon gemacht, genau. Gut, Margot. Okay, alles klar. Aber interessant, vielen Dank nochmal für diese Information. Gerne. Ohne diese Information wäre ich auch dümmer gestorben, als ich ohnehin schon bin. Ja, gut. Margot, das, es dauert ja nicht mehr lange, dann bist du ja in der Rente und dann gucken wir mal weiter. Ach komm, nicht wahr? In Rente ist jetzt ja auch noch ein anderer, ein Schauspieler, glaube ich. Ach so? Sehr vorzeitig in Rente gegangen, weil der kriegt jetzt wahrscheinlich erstmal keine Bookings. Johnny Depp. Ach, du bist aber auch eine Künstlerin der Überleitung. Ja, meine, ich hab's drauf. Güte, man könnte meinen, du hast Talent zum Moderieren. Oh, aber gut. Ja, bitte. Johnny Depp, nee, nicht doch Johnny Depp, ne? Ich verwechsel die immer mit Keanu Reeves. Sehen sich bei dir zum Verwechseln. Irgendwie trotzdem packe ich die immer in dieselbe Kiste, genauso wie ich immer Emma Thompson und die andere Blonde verwechsle. Egal, mach die weiter. Beiden blonden Schauspielerinnen halt, die kann man gerne mal miteinander verwechseln. Es gibt ja nur zwei, genau. Emma Thompson und halt die andere. Ja. Okay. Und der wird jetzt nicht mehr, weil seine Frau hat ihn ja schon vor längerer Zeit angeklagt, dass er halt gewalttätig zu Hause ist und sie verprügelt und misshandelt und so. Genau, und er wurde, wenn ich das richtig verstanden habe, in einem Urteil in erster Instanz sogar für schuldig befunden. Ach so. Er hat zwar irgendwie Revisionen, Widerspruch natürlich eingelegt. Seine Anwälte. Oder seine Anwälte besser gesagt, genau. Aber solange das ein offenes Verfahren ist, möchte die Produktionsfirma von den Filmen, die fabelhaften Wesen und wo sie fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Ja, und ich glaube, das Schlimmste für ihn ist wahrscheinlich, weil der hat seine Paraderolle ist ja dieser Pirat von Pirates of the Caribbean. Ach, richtig, ja. Ja, und ich meine, das ist, glaube ich, wirklich für ihn schlimm. Ja. Dass er das nicht mehr spielen kann. Das darf er da auch nicht mehr mitspielen. Nein, 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 das habe ich neulich auch gesehen, ja. Also okay. Disney distanziert sich natürlich dann auch davon, ist ja klar. Ja, dann wird es aber keine Fortsetzung mehr geben, weil ich glaube, ohne den machen die Filme gar keinen Spaß. Das macht ja jetzt Keanu Reeves dann auch. Ach, sie sehen sich ja zum Verwechseln ähnlich. Zum Verwechseln ähnlich. Also ich muss dazu ganz ehrlich sagen, ich finde es natürlich immer schwierig, wenn man irgendwie so als, man kennt die Leute nicht, das sind ja einfach unechte Wesen für uns, so Hollywood-Leute. Von daher, wie kann man sich anmaßen, überhaupt dazu eine Meinung zu haben, ob das stimmt oder nicht, ja? Ja. Aber ehrlich gesagt, ich glaube in erster Linie immer erstmal der Frau, die sagt, sie erfährt Gewalt. Ja. Das ist, so bin ich irgendwie gestrickt. Okay. Weil ich glaube, es gibt ja so viel häusliche Gewalt und auch in so vielen Paaren und Familien, wo man das niemals denken würde, dass es da sowas gibt. Und von daher kann das natürlich echt wirklich gut sein. Ja? Das kann gut sein. Es kann natürlich auch genauso sein, dass exakt das Gegenteil der Fall ist. Wir stecken da halt nicht drin. Wir wissen es halt nicht. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich mir dazu kein Urteil erlauben muss. Ich finde die Sache eigentlich an sich total schrecklich. Ja. Beides fände ich schrecklich.
A, wenn sie es selber wirklich erlebt und B, wenn es nicht wahr ist. Ja. Beides ist jedenfalls eine fürchterliche Schlammschlacht. Leben zerstört oder Karriere zerstört. Aber der ist halt auch ein Säufer und ein Drofi, muss man mal ganz ehrlich sagen. Ist er das? Ja, ach Margot, ich bitte dich. Also ich kenne mich ja mit Trinken aus. Ja. Und du bist ja bin ja auch Halbwertzeit-Alkoholikerin, wie man das nennt. Nee, aber wirklich ganz ehrlich, in den letzten Jahren hat er so krass abgebaut. Also wenn ich so Red Carpet-Berichte sehe bei der Frauke Ludewig, okay, ja. Der sieht aus, also der ist wirklich eigentlich eine wandelnde Leiche nur noch gewesen zum Schluss. Und da habe ich gedacht, meine Güte, der muss echt sich wirklich, wirklich richtig zuknallen und zwar regelmäßig. Reden wir jetzt von Johnny Depp oder Keanu Von Reeves? Johnny Depp. Okay, gut. Immer noch von Johnny Depp. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, die sehen sich ja zum Verwechseln ähnlich. Jetzt halt doch mal dein Schnütchen. Und von daher, und wenn jetzt halt jemand halt einfach ein Säufer ist und dadurch, viele werden ja aggressiv vom Saufen oder auch vom Drogen nehmen, ich kann mir das halt wie gesagt vorstellen. Okay, alles klar. Also Johnny Depp, gut. Wir haben ein paar schöne Filme mit ihm erlebt und ich kenne ihn noch aus dieser einstigen Teenie-Serie. Erinnerst du dich noch dran? Nee, wollten wir nicht gespielt. Ja, diese Polizeiserie, da mit den Teenager-Cops, die irgendwie mal in die Schule gegangen sind. Ich komme gerade echt nicht Das war Keanu Reeves, glaube ich. Nein, 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 das war Johnny Depp. Das war Johnny Depp. Weißt du überhaupt nicht, welche Serie du meinst? Gott. Police Jump Academy. Street, Jump Street, 21 Jump Street. Da hat der mitgespielt. Da ist er bekannt geworden drüber, ja. Und er ist rausgeflogen, weil er von Staffel zu Staffel immer nuschelige Sprache. Ja, weil der gesoffen hat. Also. Da hat er da schon gesoffen, sage ich. Nee, der hatte keinen Bock. Ach, hat er keinen Bock gehabt. Der fand die Serie scheiße. So, und dann fängt man halt an, automatisch an zu nuscheln. Ja, er wollte rausgeschmissen werden. Rausgeschmissen werden. Gut. Okay, gut. Na gut. Nee. Okay, rausgeschmissen, apropos, da haben wir noch was, Prince Charming. Ach Gott, ja. Ach Margot, wir lassen heute aber auch nichts aus. Ne? Gar nichts, nein. Prince Charming, wollen wir über die zweite Staffel reden, die aktuell ist, oder wollen wir über die erste Staffel reden, weil da gibt's ja... Ach, die erste Staffel, erzähl's kurz. Okay, dann habe ich hier was ganz, ganz Heißes für euch. Ja. Heißes aus der Gerüchteküche. So, das Pärchen aus der ersten Staffel, Prince Charming, hat sich ja getrennt. Ja. Das haben wir alle mitbekommen. Und weißt du, warum die sich getrennt haben? Nein. Böse Zungen behaupten ja, weil der Vertrag ausgelaufen ist. Ich kann ich mir nicht vorstellen. Aber Insider, ich habe ja Insider-Wissen so ein bisschen, sagten, das hat wohl sexuell nicht geklappt. Ja, aber ist das jetzt so eine große Meldung, dass du das so ankündigen musst jetzt, Margot? Ja, natürlich. Ja, okay, natürlich. Gut. Es ist Gerüchteküche. Es ist Gerüchteküche. Damit. Na gut, ja, dann wird das so gewesen sein. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie miteinander ficken. Echt? Nee, also irgendwie nicht. Der eine ist ja dieser Podcaster von wie heißt der? Ich danke Schwanz und Ehrlich. Sag ich doch. Oder Stadtland Schwul. Schwanz und Ehrlich. Schwanz und Ehrlich. Wechsel die beiden Podcasts immer. Heute ist der Tag der Verwechslungen. Ach Mann. Ist in Ordnung, Biggie, solange... Ach, verwechselt die auch immer Dinge? Nein, aber ich habe dich jetzt einfach verwechselt. Ach so, du kannst auch verstehe. Mich gerne verwechseln. Sprich mich einfach nochmal falsch an. Mit wem könntest du mich denn am Mir fallen jetzt verwechseln? Nur böse Dinge, lass uns einfach weiter. Keanu Reeves wahrscheinlich, weil wir uns zum Verwechseln ähnlich sind. Ich war schon wieder jetzt bei den Walflossen und naja. Ach so, also wirklich. Margot, aber ganz kurz, ehrlich gesagt, ich muss was Allgemeines kurz zu Prince Charming sagen, weil generell finde ich es großartig, dass es dieses Format an sich gibt, dass es schwule Sichtbarkeit auch mal im Mainstream-Fernsehen endlich stattfindet und auch schwule Lebenswelt irgendwie abgebildet wird, weil wir sind halt manchmal wirklich so exaltiert, wie die da rumgackern auch, ja, gerade wir Tunden, weil da mal denen vorgeworfen wird, ja, das sind ja aber alles so super Tunden, das sind wir alle gar nicht, wir sind alle viel besser. Ja, das finde ich. Also gerade wir zwei sind ja wirklich das Heteronormativste, was wir überhaupt vorstellen. Natürlich. Hallo. Aber tatsächlich ist. Nimm die Finger von meinem Prosecco. Sonst reicht es aber auch mal. Du das blöde, blondierte Dauerwelle, du. Und jetzt habe ich den Faden verloren, weil du mir so mit dazwischen quatscht. Ich habe es geschafft. Ach so, aber und die zweite Staffel ist aber wirklich tatsächlich so peinlich. Ich kann mir das nicht angucken. Ich habe die letzte Folge am Montag habe ich nochmal reingeguckt, weil da auch eine gute Kollegin Charlotte Crackhouse da irgendwie als Mann mitmacht. Und da mussten die sich in so goldene Tangas, sie haben alle so richtige Tangas angehabt in Gold, das sah schon mal verboten aus. Und da haben die sich halt mit so Farbe bespritzt vor so einer Wand. Und da wurde natürlich der Gag irgendwie so, ja komm, bespritz mich und so. Das war halt alles so, ich dachte so, oh Leute, bitte, für was gebt ihr euch da jetzt gerade her? Ich hoffe für sehr, sehr, sehr viel Geld. Nein, da gab's keine Gage. Das ist nicht dein Ernst. Nein, ich verarsche dich natürlich. Aber die Gagen, die
Gage wird natürlich mehr, je länger man drinne bleibt. Okay. Ja, das, aber so doll soll die Gage auch nicht gewesen sein. Ich wüsste jetzt auch nicht, für welche Gage ich mich selbst als auch die Community niemals dafür verraten würde, niemals so einen Mist mitzumachen. Ja. Wobei man muss ja sagen, die haben ja alle zugesagt, als sie die erste Staffel halt noch kannten. Und die erste Staffel war ja wohl qualitativ, wenn ich das richtig verstanden habe, dann doch ein bisschen hochwertiger. Nein, also so würde ich das jetzt auch nicht ausdrücken. Okay. Aber tatsächlich, ich glaube, eine erste Staffel ist immer anders als der Rest, was danach folgt, weil da probiert man sich noch aus als Produktion und ist vielleicht noch nicht ganz so mutig, das zu machen, was man eigentlich machen möchte, wie man die vorführen möchte, die armen Menschen. Okay. Und vielleicht einfach, weil es auch so ein ganz neues Format war, endlich mal mit was Schwulem, da habe ich einfach auch ein Auge zugedrückt, was die Peinlichkeit anbelangt. Ich muss ja gestehen, ich habe weder die erste noch die zweite Staffel gesehen. Das ehrt dich, Margot. Ja. Du hast halt andere Sachen zu tun. Ich habe andere Sachen zu tun. Ja. Ich habe wirklich andere Sachen zu tun gehabt. Wobei dieses Jahr hatte ich Zeit. Ich konnte jetzt alles nachgucken. Wobei so viel Zeit hatte ich auch nicht, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich habe dann auch viel zu tun gehabt. Aber mehr Zeit als letztes Jahr zumindest. Ich bin jetzt sehr verwirrt, Margot. Bitte, wahnsinnig verwirrt, weil nämlich in dieser Übersicht, die du uns so schön ausgedruckt hast, damit wir nämlich auch einen Themenplan folgen. Ja, natürlich, Weil nämlich ohne kann Margot nicht. Also Margot kannst du auf der Bühne stellen, die braucht immer irgendwas, woran sie sich festhalten kann. Listen oder Talent. Oder Talent, beides ist manchmal nicht vorhanden. Ach du, sag mal. Und ich bin wirklich geschockt, dass du ein Fußballthema da reingeschmuggelt hast. Was hat denn bitte Fußball in unserem Podcast zu suchen? Ich finde das unmöglich. So. Also wahrhaftig, ich finde Fußball auch, es tut mir echt leid, völlig scheiße. Darf man das sagen? Ja, natürlich darf man das sagen. Ja, ich dachte, das Wort mit SCH meine ich. Ich habe auch schon Ficken und Wichsen heute gesagt. Alles klar. Also ich finde, Fußball hat mich schon immer genervt und ich fand das schon als Kind immer wahnsinnig schrecklich. Wenn irgendwelche Kindersendungen, wie zum Beispiel 1, 2 oder 3 ausgefallen sind, weil irgendein bescheuertes Fußballspiel auf einmal live ausgestrahlt worden ist, übertragen worden ist. Ich hätte mir echt mal gewünscht, dass mal ein Fußballspiel nicht übertragen werden kann, weil man dringend die neue Folge von Pinocchio zeigen muss. Aber Margot, sowas. Bei Fußball setzt der Verstand Deutschlands aus. Fußball ist losgelöst vom gesunden Menschenverstand. Das kann ich gut verstehen. Ja. Nachvollziehen meine ich. Also ich kann es nicht nachvollziehen. Ich sehe es genauso wie du. Das meine ich. Das ist wirklich ein Phänomen, aber wird wahrscheinlich auch immer so bleiben. Es gibt ein paar Dinge, die ich in Deutschland überhaupt nicht verstehe. Erstens ist Fußball. Ja. Zweitens Spargel. Spargel. German Asparagus, ne? Ja, also Spargel ist auch überhaupt etwas, was ich überhaupt gar nicht verstehen kann. Weil du es nicht magst oder weil es so gehypt wird? Du magst bestimmt keinen Spargelwetten. Beides. Es gibt auch Sachen, die kann man ja essen, ohne dass sie gehypt werden und ich mag sie nicht. Aber gehypt und wenn es einem nicht schmeckt. Ja, die Spargelzeit, ich habe irgendwann mal gelesen, woher das kommt mit dieser Spargelzeit, dass das was Besonderes ist. Ich habe es aber leider vergessen. Bestimmt, weil es Phallus-Symbole sind und weil viele Männer sich wünschen, dass sie mal so einen Spargel. So richtig schönen Spargel. So einen richtig schönen Spargel, wobei der meiste Spargel ja sehr, sehr dünn ist. Ja, ich habe auch schon dicke Spargel gesehen. Ich habe auch schon dicke Spargel gesehen. Ich liebe Spargel und die Spargelzeit ist die schönste Zeit für mich als deutsche Transvestitin, muss ich wirklich sagen. Und die Erdbeerzeit nicht zu vergessen. Ah ja, Erdbeerzeit ist auch sehr wichtig. Ja. Gut, das kann ich schon mal eher nachvollziehen, aber das wird halt auch nicht so gehypt. Wir kommen jetzt zurück zum eigentlichen Thema. Du lenkst wahnsinnig ab heute. Die DFB-11, also der Deutsche Fußballbund, unsere Nationalmannschaft, hat gegen Spanien 0-6 verloren. Ah ja. Ich möchte das ganz kurz mal sacken lassen. Die deutsche Nationalelf hat 0-6 gegen Spanien verloren. Aber ist Spanien jetzt so ein schlechtes Fußballland? Die sind ja auch immer gut im Fußball. Ja, ne? Eben. Das ist das Erste. Ja. Und zweitens, so eine Niederlage in dieser Höhe hat es seit knapp 90 Jahren nicht mehr gegeben. Gab es da schon Fußball vor 90 Jahren? Vor 90 Jahren gab es schon Fußball. Hätte das gedacht. Du wirst immer, die Erfindung des Balls ist keine des 19. Jahrhunderts. Ja. Der Ball ist schon älter. Ja, Margot. Ich wollte es nur sagen. Aber der arme Jogi Löw, ne? Ja, das war's jetzt. Das war's jetzt wahrscheinlich. Ist das jetzt wirklich unlängst passiert oder ist das jetzt schon ein paar Wochen her? Nein, es ist schon ein paar Tage her. Ja. Also je nachdem, wann man sich das jetzt anhört. Es war auf jeden Fall im November 2020. Gut.
So viel muss man sagen. Aber der Jogi Löw wird dann demnächst ersetzt, nämlich durch Keanu Reeves, weil die sehen sich ja zum Verwechseln ähnlich. Stimmt, die haben dieselbe Frisur. Ja, genau. Jetzt, wo du es gerade sagst, oder? Ja. Oder wenn, dann sind wir wieder bei Frisuren. Oder halt dann die Friede Springer könnte auch einspringen, frisurentechnisch. Ja, gut. Wir kriegen wieder einen riesen Shitstorm, wie bei der letzten Ausgabe. Ein riesen Shitstorm in den Kommentaren. Wir retten das jetzt alles. Aber jetzt, wir entsprechen schon wieder dem schwulen Klischee, also 300%ig. Natürlich. Aber die Fußballspieler an sich, die guckt man sich ja schon gerne an. Ja. Und da wäre ich einmal gern Mäuschen in der Umkleide. Das wäre ich auch ganz gerne. Oder aber es sollte mal so eine Challenge geben, wo alle Sportler ihre Sportart wechseln müssten. Und ich könnte mir sehr, sehr gut vorstellen, dass die Nationalelf zum Beispiel Bodenturnen macht. Oder aber noch viel, viel schöner, wie heißt das? Mit diesem Turmspringen. Band. Turmspringen. Also Turmspringen, nee, aber da müssen da keine Fußballer mitmachen, weil die Turmspringer an sich sind ja noch geiler als die Fußballer. Auf jeden Fall. Also das ist ja wirklich. Aber Turmspringer ist ja schon mal aufgefallen. Sind die geil. Ja, die haben einen tollen Körper, aber vorne rum ist dann doch immer sehr, sehr viel wenig drin. Zumindest sieht das in den Hosen so aus. Muss man das so wegklemmen? Nee, also das muss so? Ich, also ich habe da schon sehr große Penisse auch sehen dürfen. Von welchen denn? Ich kenne keinen einzigen Turmspringer-Namen, also frag mich nicht. Ja doch, du kennst diesen Tom Delay, glaube ich, heißt er doch, oder? Der aus England. Echt nicht. Ich gar keinen. Ja. Ja, lass uns wir blenden Google jetzt heißt Bilder unten drunter ein für euch im Podcast. Ja, jedenfalls, ach geil. Ja, genau. Und an die zweite große Katastrophe natürlich, also das mit der 0-6 Niederlage, das war für den deutschen Fußball, war das ungefähr das, was für die Wirtschaft, die Welt, die Amerikaner, der 11. September 2001 war. 9/11. Gewagter Vergleich. Die ganz große Katastrophe. Also, es war ja in allen Medien drin und alle sind hier ausgerastet. Und ich saß so da, dachte, mein Gott, das ist ein Spiel, mein Gott. Aber ich habe davon gar nichts mitbekommen. Weil du ja auch nichts. Du machst ja auch nichts. Ich liege ja nur rum und atme. Das reicht mir dann schon. Und guckst Netflix. Und gucke Netflix. Du Margot. Ja. Aber wir müssen über die Sterberate im November sprechen. Sterberate? Ja, gut, die Sterbevorfälle. Wie sagt man denn da? Ja, du meinst Sterbefälle. Die Sterbefälle, weil sie hat jetzt in diesem November hat überraschend viele prominente Leute. Ja. Und auch zum Teil welche, die einem auch durchaus am Herzen lagen. Also Udo Walz, ganz ehrlich, ich meine, sind wir beim Punkt. Ja, Udo Walz ist ja erstens nochmal, also einer der ersten Schwulen, die man so wahrgenommen hat in West-Berlin, schon auch immer offen schwul gelebt hat. Ein Star-Friseur, der die Frisur von Angela Merkel erfunden hat, ihre Kanzlerfrisur und alle sind so zu Udo Walz gerannt und der gehörte einfach in die West-Berliner Szene, der war immer da und man mochte den. Der war ein wichtiges Element, einfach von Berlin, von der queeren Szene halt auch. Natürlich als war er Stylist, ich dachte, er sei Stylist und nicht Friseur, aber das ist jetzt eigentlich auch egal. Ich glaube, er hat sich selbst Coiffeur genannt. Ah, wobei ich immer nicht genau weiß, was ein Coiffeur eigentlich anders macht als ein Friseur. Er schreibt seinen Beruf anders. Ach so, aber beides in Französisch. Das muss also eigentlich ein Unterschied sein. Da ist ein Unterschied. Die ZuhörerInnen können das ja dann gerne in die Kommentare drunter schreiben. Genau. Ja, also der ist leider gestorben mit 76, was jetzt ist nicht so ein Alter, ne? Aber er hatte wohl einen Schlaganfall, glaube ich, gehabt. Nein, er hatte einen Zuckerschock. Ach stimmt, der Diabetes ist ganz schlimm. Das mit dem Schlaganfall, das war Karl Dall. Ach, das war Karl Dall, entschuldige. Das kommt so ganz kurz noch zu Udo Walz. Ich würde gerne, falls er zuhört, man weiß es nicht, aber sein guter, bester, langjährigster Freund René Koch, auch alle in Berlin kennen und den wir sehr mögen. Das ist ein zauberhafter Mann und einfach, der tut mir auch wahnsinnig leid, weil der hat seinen besten Freund gerade verloren. Es muss eine schwere Zeit gerade für René sein. Das ist 60 Jahre, knappe Wahnsinn, 60 Jahre beste Freundschaft. Ich glaube, das ist wirklich, die haben zusammen gearbeitet, die kannten sich in- und auswendig. Ich habe beide noch letztes Jahr gewesen sein, dieses Jahr war es nicht mehr, natürlich wegen Corinna. Habe ich sie beide noch im Schwulen Museum erlebt und sie haben so ein herzliches, offenes Verhältnis miteinander, zogen sich auch selber so ein bisschen immer gegenseitig mit auf. Halt Hunden sind. Und haben sich liebevoll in die Pfanne gehauen, also wirklich, wer die beiden zusammen erlebt hat, weiß einfach, das sind also so unglaublich dicke tolle, Freunde. Das sind unglaublich dicke Freunde irgendwie, das ist
Ja, also lieber René, du hast unsere Herzen auf jeden Fall. Wir umarmen dich mental ganz, ganz doll. Liebe Grüße. So, Karl Dall. Karl Dall, das war jetzt sind wir beim Schlaganfall. Ja. Der hat einen Schlaganfall bekommen und ist jetzt damit dann leider über die Brücke gegangen. Aber überraschend, weil ich habe den noch gar nicht so halt so als alt wahrgenommen. Der sah für mich schon immer gleich aus. Ja. Ja. Der war, glaube ich, auch, was war der? 79, 78? So alt war der schon. Ja, war der schon, okay. Ja. Was auch jetzt nicht erheblich älter ist als bei Udo Walz. Auch noch keine 80 halt. Ja, und ja, eigentlich, man denkt ja heute, wenn du so ein gewisses Alter erreicht hast, dann doch bitte auch über die 80. Das sollte ja wohl kein Problem sein. Ja. Und dann auch noch Gerd Müller-Gerbes. Ja, wo ich erst, das interessiert ja auch wirklich keine Sau, habe ich RTL, das ist deine Jugend der 90er Jahre. Ja. Du hast, wie heißt die Sendung, die du in deiner Jugend gerne gesehen hast? Wie bitte? Und wer hat moderiert? Geliebt Gerd Müller-Gerbes. Natürlich. Gerbes, der Mann mit dem silberfarbenen Schnurrbart. So. Genau, richtig, ja. Und ja, aber du ganz ehrlich, ich habe den jetzt seit 25 Jahren nicht mehr auf der Kiste gehabt. Der hat sich auch vor 20 Jahren ins Privatleben zurückgezogen. Also insofern hat er ein schönes Rentenleben noch gehabt. Ja, und dann bekomme ich heute eine WhatsApp von dir. Ja. Auf dem Weg hierher, also 35 Minuten oder so, keine Ahnung. Und da schreibst du mir nur den Satz, Madonna ist tot. Ja. Und ich dachte jetzt erstmal so, was? Also, und dann ist mir erst ganz kurz bewusst geworden, stimmt, die kann ja sterben? Und dann, weil ich finde, Madonna ist für mich so ein unwirkliches Wesen. Ich hätte noch nie drüber nachgedacht, dass die ja auch mal sterben wird. Ja. Das wird interessant, glaube ich. Und dann hast du ja was geschrieben? Ich habe dir geschrieben, in Anführungsstrichen, Maradona ist tot. Bindestrich, scheiß Autokorrektur. Und da wollte ich dich erst schlagen und dann musste ich lachen. Und sind wir wieder beim Fußball. Tat mir so leid. Ja. Das ist mein Herz stehen geblieben. Ich hätte dir das auch einfach nicht schreiben dürfen, weil ich dachte mir auch, du hast wahrscheinlich gar keine Ahnung, wer Maradona war. Maradona ist die Hand Gottes. Bitte? Wurde der so genannt beim Fußball? Oder was? Sag mal so, das ein oder andere Mal war beim Fußballspiel seine Hand mit dabei, den Schiedsrichter hast du nicht gesehen, das hat beim Spielen geholfen, es gab dann Tore und dann hat Maradona gesagt, das sei die Hand Gottes gewesen. Okay, ach ja, verstehe, also, die Geschichte kenne ich, aber das war auch schon seine Zeit, wo er sehr viel Kokain genommen hat. Das war schon, gab es den mal ohne? Ich, keine Ahnung, ich habe mal auch so eine Dokumentation über den gesehen, bestimmt auf Arte. Ja. Also lass uns bitte jetzt den Tod beenden, das deprimiert mich mal. Ich möchte wieder was anderes machen. Coro Nelliges. Es wird thematisch nicht besser, stelle ich gerade fest. Wegen Corinna geschlossen. Ja. Ist übrigens, das ist meine Idee gewesen, Margot. Ja. Und ich finde das so süß, den Titel, weil du halt vorher hieß das ja Coronelliges. Ja. Das kam von dir. Ja, das fand ich doof. Aber ich musste ja irgendetwas machen, weil von dir kam bis zu diesem Zeitpunkt ja gar nichts. Ja, naja, weil ich hatte einen Writer's Block. Ja, da kam null. Wirklich. Ich habe alles bisher selbst machen müssen. Ja, die gesamte Redaktion und so weiter. Genau. Ich musste machen. Komm. Arme kleine Maus. Genau. Fang an, wir haben jetzt im November den Lockdown Light, was ich sehr, sehr charmant fand, weil wir haben im letzten Podcast ganz groß unsere Termine für den November angekündigt und kaum war der Podcast draußen, hieß es übrigens Lockdown Light, es findet alles nichts statt. Ja, Lockdown Light ist ja wie Coca-Cola Light, ziemlich geschmacklos, aber es macht nicht dick. Mensch, Margot, also da hast du dir aber, du hast jetzt einen Gagschreiber, oder? Ja, hab ich. Hast jetzt einen Gagschreiber, merkt man gar nicht, aber gut. Sollst mal besser bezahlen. Auf jeden Fall. Lockdown, aber lass uns nicht so viel über den Lockdown sprechen, das deprimiert dich eigentlich auch schon wieder. Nein. Gut, die britische Regierung, das ist ja ein bisschen übler, die haben jetzt ihrer Bevölkerung gesagt, sie sollen sich bitte für die schwierigen Monate jetzt auf einen Bumskontakt konzentrieren. Aber jetzt nur im November oder nur pro Woche? Oder wie pro Woche? Na, einen Bumspartner pro Woche. Nein. Also ein Bumspartner, mit dem du jetzt, solange das jetzt schwierig ist, einfach dann im Kontakt bist. Oh, das wird aber für viele Schwule wird das aber schwierig. Das wird die Hölle, oder? Das wird die Hölle. Also weil ich meine, Schwule ficken ja nur... Nur im Ficken, ja. Ja, aber das wird ja wohl sich niemand dran halten, also ganz ehrlich. Also, das ist halt das Problem, Margot. Ja. Das ist ja das Problem des menschlichen Wesens. Sobald Geilheit existiert, vergisst man ja eigentlich sämtliche logische Gedankenwelt. Verlässt man dann. Das glaube ich schon. Ist das bei Frauen auch so? Also bei Männern ist das so, das kann ich sagen. Bei Frauen weiß ich das jetzt nicht so. Also das kann ich jetzt, ist vielleicht auch so. Weiß es nicht. Wird es auch geben, aber... Ja, das ist halt das Blöde, dass wir mit Frauen wenig Erfahrung haben auf sexueller Ebene. Definitiv. Hast du schon mal mit einer Frau? Nein. Auch nicht? Nein.
Das haben sie bei Prinz Charming jetzt auch besprochen, gerade neulich. Und da gibt es nämlich, ich habe das vergessen, und zwar, es gibt nämlich den Begriff des, ist ja auch egal, ich möchte es einfach, ich bekomme es nicht mehr zusammen, lass uns einfach weitermachen. Okay, gut. Jedenfalls hat auch Belgien so etwas wie eine Bumseinschränkung. Bumseinschränkung. beschlossen, aber da heißt das, wie heißt das da? Knuffelkontakt. Das ist das süß gestaltet, oder? Alleine schon wegen der Formulierung Knuffelkontakt. Ich muss ja auch sowieso sagen, also die ganzen flämischen Sprachen da in dem Bereich, die sind halt, ich finde die immer so wahnsinnig süß. Und als ich bei meiner noch damals lebenden Familie in Südafrika war, da sprechen ja viele aufgrund der fantastisch süßen Kolonialisierung. natürlich sarkastisch jetzt gemeint, bitte. Ja, das hoffe ich. Sprechen die ja leider Gottes irgendwie eine ihnen aufgedrückte Sprache, und zwar Afrikaans. Und das ist ja auch, ein Teil davon kommt ja auch aus dem Flämischen oder aus dem Niederländischen. Und da ist ja alles, also meine Ersatztante, die es da gab, die hat immer zu allem Lappi gesagt, wenn sie Afrikaans gesprochen hat. Weil alles, was irgendwie ein Tuch ist, sei es aber jetzt ein Handtuch oder ein Wischtuch oder ein Taschentuch, das ist alles immer nur Lappi. Und ein Taschentuch zum Reinschnauben ist ein Naslappi. Naslappi. Und das fand ich immer so süß. Oh. Ja, und das ist ein bisschen wie Knuffelkontakt. Ja, da wird jetzt auch der Lappi-Umsatz wird ganz, ganz stark steigen, weil ja nicht jeder einen Knuffelkontakt hat. Knuffelkontakt. Und dann halt mit seiner Hand ein bisschen Knuffelkontakt. Ach, und da geht alles ins Lappi rein. Da geht's alles ins Lappi rein. Süß. Okay. Können wir bitte das Thema wechseln? Ich möchte was Sauberes wieder machen, ein bisschen mehr Hygiene. Also, zu Corinna noch. Ja, bitte. Ich habe jetzt mal, neulich stand ich im Supermarkt meines Vertrauens, an der Potsdamer Straße bei Rewe. Und dann ist mir wirklich aufgefallen, man hat sich ja mittlerweile schon an diese Abstandsregelung, habe ich mich persönlich schon so dran gewöhnt in den letzten Monaten, dass erstens sich diese Komfortzone, die man ja so hatte vorher als normal, mit normalen Zeiten, die hat sich jetzt schon automatisch vergrößert. Ich fühle mich sehr unwohl, wenn Leute nah an mich rankommen, was früher völlig normal war, dass sie so nah an einem stehen. Ich merke das im Rücken, wenn jemand mir zu nahe kommt. Ja, ja. Und das ist interessant, ne? Dass man sich so dran gewöhnt, an diesen komischen Umstand. Ich habe das auch erlebt. Ich fand das früher kein Problem, wenn man mir bis auf einen halben Meter rangekommen ist, so in normalen Fällen. Es gab auch Einzelpersonen, die rochen dann so, wie ich dachte, ein bisschen mehr Abstand wäre jetzt nicht verkehrt. Oder bei Knuffelkontakt. Da ist manchmal ein bisschen mehr Abstand halt besser. Aber das hatte eher olfaktorische Gründe. Ja. Und jetzt auch so im Supermarkt und Co. denke ich. Nein. Mal ruhig jetzt. Ja. jetzt im Supermarkt und Co. denke ich auch so, also wenn die Leute mehr als einen Meter irgendwie an mich ranrücken, dann denkst du, nee, irgendwie möchte ich eigentlich so ein bisschen nach hinten dann auch. Und so sagst du dann was? Manchmal ja. Ja, weil das traue ich mich nicht, weil dann komme ich mir vor, dann komme ich mir vor wie mein Vater. Ja. Weil dann denke ich mir so, meine Güte, jetzt, also weil Klaus macht das, mein Mann. Ja. Der sagt dann, bitte gehen Sie auf Abstand so. Ich traue mich das nicht. Also ich frage höflich, ob die Person dann nicht etwas mehr Abstand halten könnte. Das wäre ganz angebracht eigentlich. Ja. Ist ja auch aktuell halt gerade empfohlen und das nicht grundlos. Und dann habe ich mich ans Maske tragen, auch mittlerweile, das ist schon so reflexartig, wenn man irgendwo ist, zack, Maske auf. Das war ja am Anfang, hat man sich da wirklich, ich habe mich damit schwer getan, einfach dran zu denken auch. Mittlerweile habe ich in jeder Jackentasche, in jedem Rucksack ist auf jeden Fall eine Notfallmaske mit dabei, falls man eine vergessen hat. Ja. Das ist lustig, ne? Finde ich auch. Ja. Ich habe auch überall mittlerweile Masken, habe sie hier und dort in irgendwelchen Taschen schon drin, muss manchmal auch gucken, ist das jetzt die Maske, die ich jetzt wieder waschen wollte oder war das die neue oder ist es die Maske, die ich wegschmeißen wollte? Also man kommt ja auch ein bisschen durcheinander. Man kommt ja da auch durcheinander. Da habe ich leider noch kein System drin und da müsste ich mal ein bisschen ordentlicher sein irgendwie. Ja. Aber gut, ja, nein, das ist also unser Hygiene-Ding. Jetzt gibt es ja endlich wenigstens bald die Impfungen. Ja. Ja, ja. Der schnell entwickelte Impfstoff, wo natürlich jetzt, das ist ja auch. Also das Tolle ist, da muss ich sagen, aktuell gibt es drei Impfstoffe, die ziemlich gut im Rennen sind. Die müssen auch durch die letzten Zulassungen müssen sie durch dafür. Ja. Und vor allen Dingen müssen natürlich noch so ein paar Überprüfungen machen, die Studien und sowas müssen noch überprüft werden und so weiter. Egal. Aber das ist alles schon ziemlich weit und sieht alles ziemlich gut aus. Was ich toll finde, ist, dass wir Deutschland mit einem Unternehmen mit dabei sind, das aus strategischen Gründen, um gewisse Größenordnung machen zu können, mit Pfizer zusammengearbeitet hat, einem großen Pharmakonzern. Oh, böse Pfizer. Ja, aber es ist halt eine deutsche Firma, die es halt entwickelt hat. Und das Tolle ist jetzt,
die beiden Inhaber und die das entwickelt haben in der Firma sind zwei Menschen mit, wie man so schön sagt, Menschen mit Migrationshintergrund, die wir, also wir hätten jetzt andere Leute hier das sagen, gar nicht in diesem Land hätten. Das wollte ich mal kurz stehen lassen, so als Information. So. Ich bin gerade, Entschuldigung, ich war gerade so. Du hast nicht zugehört, wie so oft. Ich habe gerade auf deinen Kalender geguckt, der vor mir hängt und habe Dinge überlegt. Tut mir, ich habe dir gerade wirklich nicht so richtig zugehört. Das macht nichts, wir lassen das einfach so stehen. Aber ich habe hab was ganz, ganz Neues und zwar, ich lass mal ganz kurz den Jingle laufen. Fake News des Monats. Herzlich willkommen zu den Fake News im Studio mit mir, Jessica Parker. Hallo. Du musst mich noch vorstellen. Ach so, und Margot Schönske. Guten Abend. Die Fake News. Es wurden Mücken gezüchtet. Mücken, die den Impfstoff... Von wem wurden die gezüchtet? Das weiß man nicht. Von der Regierung wahrscheinlich. Von der Elite. Von der Elite natürlich, ja. Es wurden Mücken gezüchtet, die den Impfstoff jetzt per Mückenstich übertragen sollen. Und diese Mücken werden auf den sogenannten Corona-Demos gegen die Corona-Demonstranten eingesetzt. Die Gegendemonstranten, die erhalten allerdings vorher schon von den Ärzten den hochwertigen Impfstoff. Ach, da gibt es zwei verschiedene Arten. Da gibt es zwei verschiedene Arten, natürlich, ja. Und das Wichtige, also die Mückenstiche, die sind ganz, ganz klein, die jucken auch nicht und die sind nach wenigen Minuten auch nicht mehr sichtbar. Nicht mehr sichtbar. Und die Mücken können auch bei 5 Grad plus noch aktiv sein. Das sind sozusagen Wintermücken. Das sind Wintermücken. Genau, das hat unser investigativer Journalist Dennis Ritter, glaube ich, heißt der. So viel dazu. Ja, bitte. Jetzt habe ich eine Hintergrundinformation. Ja. Die habe ich heute noch zugespielt bekommen. Ja, bitte. Und zwar... tatsächlich kann ich das, leider muss ich das entkräften, das ist nämlich eine Fake News. Ach nein. Ja, weil nämlich Aktivisten, die sich humoristisch gegen die Querdenker einsetzen im Netz, haben sich in die Telegram-Gruppen reingefriemelt und gehackt. Ja, das war das, okay. Ja, ja. Und die haben das als Querdenker-Menschen sozusagen, also die haben das erfunden für diese Gruppe. Großartig. Und haben sich für Querdenker ausgegeben. Ja, und das finde ich aber auch, das ist eine Fake News tatsächlich. Fantastisch. Also gut, um wahr zu sein. Ja, leider. ja. Aber man hätte ihn abgenommen. Und wahrscheinlich hat sich das aber trotzdem auch in den entsprechenden Kreisen ordentlich verbreitet. Natürlich, das glauben die auch immer noch, ist doch klar. Also das, ich denke, das stimmt, was ich jetzt gerade gesagt habe. Es ist halt alles so unüberschaubar im Internet. Ne? Völlig. Aber diese Demos laufen ja immer noch durch diese Stadt durch. Und letztens hat unsere gute Freundin Destiny Drescher hat eine Demo, eine Anti-Corona-Demo bei sich vor dem Fenster gesehen. Das war ein Schweigemarsch. Ja, die Corona-Gegner-Demonstranten haben dort mit einem Schweigemarsch demonstriert und hatten vorneweg ein ganz, ganz großes Transparent, auf dem drauf stand: Wir müssen reden. Das lassen wir jetzt einfach so stehen. Und wirken. Genießen auch, ja. Apropos einfach so stehen, Jana aus Kassel, hast du da noch was zu sagen? Das ist ja der Comedy-Brüller der letzten Woche gewesen. Weil ich auch erst, das irgendwann poppte das ja so auf Facebook auf, im Newsfeed so, und auf einmal mehr, auf einmal teilten alle diese Jana aus Kassel und ich dachte, was ist denn das? Und guckte es mir an und das ist wirklich großartige Comedy. Ja. Ja. Jana aus Kassel stand auf der Bühne und hat gesagt, sie ist 22 Jahre und fühlt sich wie Sophie Scholl. Warum eigentlich nochmal genau? Weil sie Aktivistin ist, oder? Das ist genau das Ding. Was sie alles aufzählt dort, hat überhaupt nichts mit Sophie Scholl zu tun. Schade eigentlich. Das ist sehr, sehr absurd. Also Sophie Scholl war eine Heldin und Jana aus Kassel... Ist die Jana aus Kassel halt, ja. Jana aus Kassel halt. Was soll ich dazu sagen? Also, es haben viele verschiedene Leute Dinge gepostet, in Anlehnung an Jana, zum Beispiel, dass, der kleine Tobias hat gepostet, er fühlt sich wie Nelson Mandela, weil er heute Stubenarrest hat. Ja, genau. Das ist aber auch böse, ne? Ja, natürlich. Ganz, bevor wir da mit den Karlauern anfangen, muss man noch sagen, ich fand ja diesen Ordnertyp, der halt ihr dann die Meinung gegeigt hat, das ist ja eigentlich das Tolle an dem ganzen Video dann, ne? Dass einer das Maul aufgemacht hat. Ja. Und ihr gesagt hat, ja, erzähl du weiter. Nein, erzähl du bitte. Nein, erzähl doch du mal. Er hat ihr gesagt, dass das eine
Verharmlosung des Holocausts und der Verfolgung der Widerstandskämpfer des Nazireiches ist. Und hat sie bestimmt gar nicht verstanden. Das hat sie überhaupt nicht verstanden. Sie ist dann, hat sie erst umgedreht, hat geheult, wurde von jemandem umarmt und dann ist sie von der Bühne runter gestampft und hat ihr Mikrofon noch auf den Boden geschmissen. Ja, also nicht irgendwie fallen gelassen, gelegen, sondern sie hat es wirklich geschmissen. Wie kann es jemand wagen, ihr, die da auf einer Bühne steht, auf einer Demonstration, geschützt von Polizisten, umgeben von eigenen Ordnern, vor eigenen Anhängern, wo sie eine Rede hält. Ja, mein Gott. Wie kann da jemand ihr sagen, du redest Mist? Das ist ein No-Go. Also da ist die Meinungsfreiheit, da ist Ende der Meinungsfreiheit. Da ist Ende. Das ist einfach mal Schlicht im Schach. Geht nicht. Nee. Nein, wirklich. Unfassbar. Ja. Die Sophie-Scholl-Schule soll jetzt umbenannt werden in Jana-aus-Kassel-Schule. Die ist hier gleich bei mir gegenüber. Ja, ist jetzt umbenannt in Jana-aus-Kassel-Schule. Jana-aus-Kassel-Schule, ja. Ist dann, ich habe ein Fotolog gemacht und dachte, ich mache mal, bevor das gleich schon abgebaut wird, das Schild. die sind schon am Arbeiten gerade. Die Schweißbrenner, die leuchten schon. Ich habe das auch schon gehört. Die haben jetzt schon mal den alten Schriftzug runtergekloppt dort. Also ja, Jana aus Kassel-Schule. Gut. Und Destiny hat auch noch was Schönes gepostet. Wollte ich noch sagen. Weiß nicht, was hat sie denn gepostet? Ja, Destiny fühlt sich wie Gandhi, weil sie aufs Frühstück verzichtet hat. Ach, ja, genau. Süß. Auch irgendjemand aus unserem homosexuellen Kreisen, das muss natürlich auch noch mal sein, der fühlt sich wie Jesus, weil er genagelt wurde. Ich möchte das Thema wechseln. Dim, dim. Bett, Bad und Bumsgeschichten. Guck mal, wir bleiben eigentlich beim Thema. Das stell ich war gut gerade, fest, oder? Ja, ja. Das war ein sehr, sehr schöner Übergang. Also ich liebe diesen Jingle. Ist toll. Also weil auch besonders, weil der wunderbare Andreas das ja auch so, so nur und seriös spricht, dieses Bett, Bad und Bumsgeschichten, ist genau mein Humor. Erzähl mir deine Bumsgeschichte. Meine Bumsgeschichte, nee, das erzähle ich jetzt hier nicht. Ich erzähle nicht, nein, da ist Klaus mir böse dann. Ach so, nein, ich dachte jetzt irgendwie. Ich dachte, ich soll von meinem Sex mit Klaus erzählen. Nein. Okay, oh Gott sei Dank. Das will hier keiner hören. Okay. Also natürlich müssen wir über meine Küche sprechen, weil letzten Monat wurde die ja gerade frisch angeliefert, als wir den Podcast aufgezeichnet haben. Ja. Und wir haben 2 Wochen wirklich nonstop täglich an dieser Küche gebaut. Es war eine große, große Zerreißprobe für meine Nerven. Aber es macht auch wirklich tatsächlich Freude, sowas zu tun, wenn man als Partner so ein gemeinsames Projekt hat. Das macht auch Spaß, wenn man am Abend den Erfolg sieht, was man geschafft hat, aufzubauen und so. Und dass ich auch ein bisschen handwerklich was kann. Und du hast mir auch ein paar Fotos mitgebracht, was ich ganz, ganz süß finde. Ja. Die ist ja schon sehr glamourös. Also diese goldenen Griffe, auf die hätte ich vielleicht verzichtet, aber die Marmorsteinplatte als Arbeitsplatte ist schon sehr, sehr hübsch geworden. Diese große Kücheninsel in der Mitte, ist das eine Sonderanfertigung vom Herd? Weil sie ist ja schon sehr, sehr groß. Die ist sehr groß und die ist unten aus Elfenbein und oben ist die mit Diamant bestreut. Deshalb kein Swarovski, richtig? Kein Swarovski. Ja, ja. Und deshalb ist die halt auch so schön. Ja. Und Elfenbein ist so schwer zu bekommen, Marc. Das sowieso. Aber ich finde, da hast du mal deine Überbrückungshilfe gut investiert. Genau, die 18.000 Euro. So. Eine kleine Zahlung. So, um mal ganz kurz für diejenigen, die es nicht verstanden haben. Ich habe mir das gerade ausgedacht, weil Jessica wollte mir Fotos mitbringen, hat es aber nicht getan. Ach so, wann sollte ich dir denn Fotos mitbringen? Hast du versprochen im letzten Podcast, dass du Fotos mitbringst. Hörst du unseren Podcast denn eigentlich nicht? Nee, ich wusste, wir haben einen Podcast. Schau an. Du hast die noch gar nicht gesehen, die Küche. Nein, habe ich noch nicht. Okay, die ist schön. Und ich habe zum ersten Mal in meinem Leben gefliest. Ich habe gefliest. Oh, ja. Und zwar, wir haben jetzt nämlich hinter der Spüle so rot-orangefarbene Mosaikfliesen. Es sieht sehr schön aus. Ich zeige dir nachher mal ein Foto. Erzähl mehr. Und dann kam unser guter Freund Ron kam und der hat uns mit der Arbeitsplatte geholfen und der Herd ist jetzt eingelassen in die Arbeitsplatte. Das ist alles ganz schön. Aber was halt so Sägearbeiten? Ja. In so einer Wohnung doch für Unrat machen. Mhm. Also die Hausfrau in mir hat sehr stark geweint, weil halt auch die beiden Männer, Klaus und Ron, denen war das völlig egal, die sägten. Du kannst das Geräusch sehr gut nachmachen, ja.
Und dann hat ja so eine Kreissägertinte hinten so einen Auspuff dran, wo halt die ganzen Sägespäne hinten so rausgeblasen werden. Da kommt da eigentlich ein Beutel normalerweise drauf. Normalerweise ein Beutel drauf, aber die beiden Herren haben sich da gar nicht so drum gekümmert. Und dann komme ich halt gerade frisch von meinem Therapeuten nach Hause, 12.30 Uhr an einem Dienstag, und ich komme schon in die Wohnung rein und alles ist voller Staub. Also die Luft ist milchig sozusagen. Und ich sag so, und es roch auch so nach verbranntem Holz. Trocken auch, ne? Ganz schlimm. Und dann sage ich so, boah, hier ist aber Staub drin. Ja, wir haben gerade das Fenster jetzt aufgemacht. Das ist jetzt auch schon aufgefallen. Dann gucke ich schon so aufs Sofa. Also unsere Küche ist ja, wir haben so ein 50 Quadratmeter Zimmer, wo halt Wohnzimmer und Küche alles in einem ist, muss man dazu wissen. Und dann gucke ich aufs Sofa und es war gerade alles halbwegs wieder ordentlich. Weil wir wirklich auch, ich habe nach dem Bauen endlich mal wieder alles irgendwie ein bisschen ordentlich gehabt. Auf dem Sofa ist alles voll mit Holzstaub. Auf den Tisch, überall war Holzstaub. Und ich gucke die beiden so an und dachte so, Jurassica, sei jetzt dankbar für die Hilfe der beiden. Bin ich kurz ins Badezimmer gegangen, habe mich 20 Minuten einfach hingesetzt und geatmet und habe dann versucht, wieder wertschätzend rauszugehen. Und dann fingen sie an mit dem zweiten Sägevorgang und dann sah ich nur, wie aus diesem Auspuffrohr hinten diese Sägespäne auf das Sofa, aber wirklich so alles voll. Und da habe ich gesagt, bitte hört sofort auf zu sägen. Ich war wirklich kurz davor, aus dem Fenster zu springen und zu weinen. Und wirklich, es war ganz schlimm. Und dann haben wir irgendwann eine Tüte rübergesteckt und dann ging es halt irgendwie, aber das wieder sauber zu machen. Ich sagte, Margot, ich habe bestimmt 4 Jahre Lebenszeit verloren. Die Geschichte endet ja auch noch mit einer großen Nachricht, die jetzt durch Berlin durchgegangen ist. Was denn? Du hast dir dann irgendwann diese Säge geschnappt. Ja. Und hast dich der beiden Männer mal angenommen und wie du ja mitbekommen hast, es wurden ja jetzt vor ein paar Tagen ein paar Leichenteile gefunden. Bitte? Also Margot, das habe ich niemandem erzählt. Von einem Kannibalen. Ich weiß es, ich kenne dich halt sehr, sehr gut. Also weißt du. Oh Gott, ja, also auch eine schreckliche Geschichte eigentlich, ne? Das mit dem Kannibalen irgendwie. Jetzt früher der Kannibale von Rotenburg, jetzt der Kannibale von Berlin. Ich dachte, du verarschst mich gerade, es gibt wirklich einen Kannibalen in Berlin? Es gibt wirklich einen Kannibalen. Davon habe ich nichts gehört. Ein ich glaube, 41-jähriger Lehrer hat sich mit einem 44-Jährigen getroffen. Deswegen dachte ich an dich irgendwie. Alterstechnisch kommt das, nee, du bist schon älter. Ich bin schon viel älter. Kommt das einigermaßen hin auf jeden Fall. Und der Jüngere hat den Älteren zerstückelt und zum Teil wahrscheinlich auch verspeist. Meine Güte. Auch im persönlichen Einvernehmen oder war da Gewalt mit dem Spiel? Die Knochen haben dazu noch nichts gesagt. Das ist alles nicht so. Und jetzt gab es schon wieder neue Nachricht. Man hat irgendwie einzelne Knochenteile gefunden, die gehören wohl mit dazu. Margot, bitte hör auf, davon zu erzählen. Wir wechseln das Thema. Wir bleiben bei uns in der Potsdamer Straße. Da passiert so etwas nicht. Wir haben nur Potsdamer Straßengeschichten heute übrigens. Ich war nämlich letztens, ich bin mit dem Bus gefahren, die Potsdamer Straße entlang. Und die wird ja von meiner wunderbaren Gegend, ich wohne ja hier praktisch, also das beste Ende von der Potsdamer Straße. Ja, das ist der Kudamm von Schöneberg, wo wir hier sind. Ja. Das ist die Ecke, wo zu Silvester sogar, das ist so edel, dass hier sogar Böllerverbot herrscht zu Silvester. Das würde sogar gesperrt, habe ich. Ne? Ja. Das wird gesperrt hier. Ja. Ich bin mit dem Bus Richtung Potsdamer Platz gefahren, da bin ich vom Potsdamer Platz zu mir zurückgefahren. Das ist eigentlich auch egal. Das interessiert mich auch gar nicht. Nein, Margot. Und ich konnte, als der Bus kurz stand, ins Erdgeschoss eines Ladengeschäftes hineingucken und ich sah dort durch das große, große Fenster einen großen weißen Raum. Auf der linken Wand hingen 3 Bilder, nämlich schwarze Flächen eingerahmt. Es war eine Galerie. Es war eine Galerie. Genau. Ja, okay. Auf der linken Seite hingen dort 3 Bilder. Es war dreimal schwarz. Es war dreimal das gleiche Schwarz. Die hingen dort nebeneinander. Ja. Und geradezu, was ich am besten sehen konnte, hingen auch 3 Bilder. Und du ahnst nicht, was da zu sehen war, was diese Bilder waren. Na? Jetzt nicht weiß, oder? Ja, natürlich. Ja, es waren 3 weiße Bilder. 3-mal das gleiche Weiß. Auf weißer Wand mit weißem Rahmen. Und davor stand ein Mann und guckte sich das Ewigkeiten ganz genüsslich und in Ruhe an. Ich glaube, er hat auch überlegt, zahle ich jetzt die 15.000 Euro pro Bild oder nicht? Ich weiß es noch nicht. Aber wahrscheinlich ja, warum nicht? Interessant, ne? Da weiß man immer gar nicht so genau. Ja, ich weiß, ich möchte ja auch nicht irgendwie jetzt sagen, das ist doch keine Kunst oder irgendwie so, das maße ich mir überhaupt nicht an, ja. Aber da fehlt mir manchmal wirklich einfach der Durchblick. Da fehlt mir auch der Durchblick, da fehlt mir auch das Verständnis, muss ich gestehen. Also ich meine, wer dafür halt 15.000 Euro pro Bild bezahlen möchte, soll das tun. Den Künstler kann es auf jeden Fall nicht schaden. Der kann das Geld gebrauchen. Vielleicht ist das ja also, es gibt ja auch Kunst, die erst auf den zweiten Blick eine Aussage hat. Vielleicht war die Farbe eine besondere, dass
jetzt mal reingesprochen irgendwo, dass die Farbe vielleicht aus irgendwelchen Knochen ausgestorbener Tiere angerührt wurde, das Schwarz und dann oder aus bestimmter Kohle. Also dass so eine Story hinter den Farbigkeiten steht und deshalb ist es dann Kunst. Ja. So immer so Performance, Installationskunstmäßig. Ja. Ja, weiß man nicht. Ich zahle dafür nach wie vor keine 15.000 Euro, tut mir leid. Also der Preis ist auch erfunden jetzt, aber die zahlen ja wirklich ein Schweinegeld für solche Bilder. Und die Potsdamer Straße ist ja eigentlich somit von der abgeranztesten Straße unseres guten alten West-Berlins zu einer Galeriestraße geworden. Zumindest bei mir oben, Richtung Potsdamer Platz. Ja, da passieren ja Dinge. Ja, da laufen auch viele Hipster mittlerweile rum und dann eröffnen da so auch so hippe Restaurants und so Modeläden. Also Akne-Jeans und so Sachen, die auch mal so Klamotten ausstellen, wo ich so denke, na, wer zieht sowas an? Aber gut, Ich bin auch ganz, ganz froh. Ich habe ja noch meinen wunderbaren alten Lidl, der ist dann zwar irgendwann mal zwar umgezogen, aber es ist mein guter alter Lidl hier. Ja. Und direkt neben diesem Lidl hat so ein Ramschladen zugemacht und was da reingezogen. Ja. Da ist jetzt ein großer Laden reingezogen, der irgendwie in seinen, ich glaube, 3 Sofen im Angebot hat. Sofen. Ist das der Plural von Sofas? Nein. Ich weiß es nicht. Sofen? Sofas. Schreibt uns in die Kommentare hinein. Ja, wieder. Und 3 Sofas werden da angeboten und das war's. Mehr ist da nicht drin. Ein Riesengeschäft und es gibt dort Sofas. Ja, gut, Marat, ich glaube, wir hören uns jetzt wirklich schon an wie unsere Eltern langsam. Ja, das ist ja wirklich fürchterlich. Ja. Wir müssen damit aufhören. Ja. Wir werden wahrscheinlich irgendwann so meckernde Alte. Ja, merke ich eigentlich. Ich meine, ich finde es ja toll, was hier mit der Straße passiert. Einerseits, ich verstehe halt nur ein paar Dinge nicht. Ja, ich auch nicht. Aber weißt du, was ich gut verstehe, Margot? Ja. Geilheit. Echt? Und ich habe jetzt vor, dir jeden Monat immer einen geilen Mann mitzubringen. Die geile Sau des Monats. Und Margot, ich habe immer so Wechselnde, die ich dann so angeifere, so Promis halt, ne, die man so empfängt. Und momentan ist halt der Felix Lobrecht, ist halt gerade ganz oben auf meiner Liste. Das ist dieser Stand-up-Comedian, dieser sehr prollige, sehr der heterosexuelle, sehr muskulöse, prollig. Und der ist irgendwie so ein bisschen so eine, ich bin mir nicht ganz sicher, ob Marzahn oder Neukölln. Ich hab den schon mal gesehen. Nee, der ist, weiß ich gar nicht. Also auf jeden Fall ist er Berliner, ja? Ja, natürlich ist er Berliner. Aber der ist halt, an dem ist alles geil. Und da würde sich mein Körper von selbst auf den Penis schrauben. Da müsste ich gar nichts mehr machen. Ja, also furchtbar. Und das Schlimme ist, jetzt habe ich entdeckt, dass der halt anscheinend irgendwo ums Eck von dem Verlag wohnt, in dem wir arbeiten. Weil ich den nämlich oft auf der Straße mit einem Coffee-to-go laufen sehe und bin natürlich jetzt wieder ein bisschen, der ist halt sehr klein. Und die Leute im Fernsehen sehen ja immer größer aus, als sie eigentlich sind. Das macht nichts, wenn der klein ist. Was heißt denn, wie klein ist der denn? Für mich sind da alle klein. Von daher ist er kleiner, als ich gedacht habe. Aber trotzdem ist er halt geil. Ja, da ist er eher so 1,50 groß, eher so 1,70 groß. Das ist ja beides für dich klein. Für mich beides auch dieselbe Größe. Ich weiß es nicht genau. Alles klein klar. Halt. Aber ich glaube, das ist eine Klemmschwester. Also echt? Der ist ja wahnsinnig, der heterosexuell kommt da rüber. Ich glaube, das ist eine Klemmschwester, weil der hat mich schon einmal lüstern angeguckt auf der Straße. Da habe ich dann zurückgeguckt. Aber so wie der aussieht und so wie der sich gibt. Geil. Und bei Instagram hat er ja auch ein paar Bilder. Ich bin sicher, du, der ballert alles durch. Der knallt die alle weg. Was er zwischen die Finger bekommen Apropos kann. Instagram. Ja. Ich habe jetzt über 10.000 FollowerInnen auf meinem Instagram-Profil. Da bin ich sehr stolz, weil ganz ehrlich, ich hab keinen einzigen davon gekauft oder so, wie es andere machen. Und ehrlich, und Follower zu generieren, auch mit dem, was wir machen mit Drag, ist halt wirklich nicht leicht. Auf die 10.000 zu kommen, ich bin jetzt seit 7 Jahren bei Instagram, es hat 7 Jahre jetzt gedauert. Oh Gott, echt so lange schon? Und man hat jetzt halt neue Funktionen dann, wenn man eine 10.000 hat und so. Und freue ich mich sehr. Und interessant ist, da muss sich irgendwie auch ein Algorithmus ändern, wenn man über die 10.000 gekommen ist, weil auf einmal landet man irgendwie in anderen Listen anscheinend oder so. Da prasseln jetzt die Follower rein, Margot. Also ganz ehrlich, ich bin jetzt halt Influencerin. Ich bin jetzt Sinnfluencerin und warte jetzt auf die richtig großen Werbeverträge. Oh mein Gott. Also ich bin schon gespannt, wenn du dann diesen Podcast auf deine Instagram-Seite stellst, oder zumindest verlinkst. Meine Story. Dann knallt das ja hier durch. Liebe Followerinnen von Jessica, ihr müsst natürlich auch mir folgen. Mir auch bitte bei Instagram folgen. Da ist bei mir noch Luft nach oben. Wollte gerade sagen, wie viele Follower hast du denn?
3100 und das war eigentlich auch nicht verkehrt. Ne? Ja. Ja. Also ich möchte jetzt auch keinen von denen missen, jetzt einfach so. Also es sind auch ganz, ganz tolle Leute mit dabei. Und bei mir ist es zum Beispiel so, dass meine Facebook-Seite, da tut sich gerade ein bisschen was. Ja, weil da halt die alten Leute sind. Da ist natürlich, da ist natürlich das halt auch deine Zielgruppe eher. Wir kommen zum nächsten Thema. Ja, gerne. Also, nein, bitte, natürlich, wenn ihr jetzt diesen Podcast hört, geht gleich auf Instagram, schaut nach dem Profil von Jurassica Parker und entfolgt ihr alle wieder. Genau. Weil, soll ja auch spannend bleiben, ne? Du hast ja ein paar Freunde wie Destiny, Ryan und wie mich, und wenn wir sowas mitkriegen, wir haben es leider zu spät mitbekommen, dann ist unsere erste Aktion immer, dass wir dich erstmal entfollowern. Wir folgen natürlich später wieder. Du, tatsächlich, ich hatte zwei Freunde bei mir zu Hause. Ja. Und dann gucke ich zufällig auf mein Instagram an einem Abend und dann sehe ich 9999 und dachte so, Alter, jetzt noch ein Klick und dann habe ich bei den 10.000, habe dann so alle fünf Minuten geguckt, ob das da 10.000 steht, war natürlich nicht der Fall. Ach, und dann habe ich tatsächlich einen Freund in Singapur angerufen, weil ich wusste, dass das bei dem gerade halt morgens ist und der wach ist, weil es war schon später in der Nacht, und habe ihm gesagt, er soll doch bitte Jurassica liken, hat er dann gemacht, dann hatte ich die 10.000 voll. Andere Kolleginnen aus dem Drag-Bereich mit Instagram-Profil hier haben zehntausende Follower aus Singapur. Aus Singapur, genau. Ist halt der Unterschied. Ist halt mir reicht einer. Ja, einer. Aber es ist der Richtige, weißt du? Ja, der ist wahrscheinlich auch wesentlich aktiver als diese Zehntausende, die da andere halt dort haben irgendwie. Ja, mein Gott. Gut, Margot. Wir machen wahnsinnig viel. Und du hast ja jetzt diese Woche, es steht da was ganz Großes bei dir bevor. Ach so? Ja. Was denn? Booking? Also Margot, Ich fange mal an. Einen Zuckerschock von der Fanta. Aber sie ist lecker, die Fanta. Es gibt natürlich noch andere Getränke wie Cola und Sprite, also aus dem Konzern. Nein, Anfang des Jahres habe ich eine Anfrage bekommen für eine Weihnachtsfeier, habe mit denen verhandelt, es kam dann der Lockdown und so weiter, und gegen Ende, als sich der Lockdown so ein bisschen lockerte wieder, habe ich dann auch dort den Vertrag unterschrieben. Ja. Ein paar Wochen später bekam ich eine zweite Anfrage von einer großen Partei im Bundestag. Ja. Darf man das sagen? Das darf man sagen. Du hast da keine Partei genannt. Nein, okay. Ich habe keine Partei genannt. Wir machen keine Parteiwerbung an dieser Stelle. Und dann hieß es dort für dieses Online-Event, das sollte ungefähr im August stattfinden, vielleicht September. Und im Laufe der Zeit auf einmal stellt sich heraus, es wird auch nicht mehr im Oktober stattfinden. Es wird später stattfinden, nämlich im November, am exakt den gleichen Tag. Für die gleiche Summe übrigens. Das ist aber wirklich als Freiberufler, als Selbstständiger ist das manchmal oft so, ne? Dass man dann so denkt, scheiße, was... Ja, ist ja weiter. Ich habe gefragt, ist das jetzt wenigstens nachmittags, dann kann ich das miteinander verbinden. Das wäre natürlich toll, win-win, Nein, es war wirklich zeitgleich, wo ich dachte, okay, gut, dann würde ich gerne eine Kollegin vorschlagen. Die haben dann gesagt, nee, wir wollen schon dich, wir gucken, ob wir das verlegen können. Oh. Jetzt musst du mal überlegen, da hat wirklich die gesamte... Fraktion überlegt, ob sie... Jetzt hast du die Partei doch genannt. Fraktion, ja. Hatte, ob sie das Event verlegen, um mich zu bekommen. Das war erstmal, dieser Satz an sich, dachte ich, um Gottes Willen. Du stößt es gerade sauer auf, Margot. Mir wird gerade völlig klar, dass das natürlich auch organisatorisch überhaupt nicht machbar gewesen sein würde, tun soll. Jedenfalls hat das nicht geklappt und ich habe dann gesagt, ich würde dann doch gerne eine Kollegin vorschlagen und habe dann dich vorgeschlagen. Ja, und dann haben die mir geschrieben. Ja. Ein äußerst netter Kontakt, ein schwuler junger Mann. Ach. Entschuldigung. Hoppla. Mensch, sag mal. Also, meine eigenen Spucke gerade verschluckt. Gott, ich kann diese Scheibe wirklich austauschen. Es war nett und dann habe ich halt den Job bekommen. Habe ich mich sehr gefreut. Also wirklich lieb von dir, Margot, dass du mich vorgeschlagen hast. Aber das machen wir ja gerne, dass man halt irgendwie eine Freundin auch vorschlägt. Da weiß man wenigstens, dass man auch Qualität als Ersatz bekommt. Das ist der Punkt. Ich habe wirklich überlegt, wen nehme ich? Und habe gesagt, unabhängig jetzt von unserer Freundschaft, die wir beide auch wirklich haben, muss es ja auch qualitativ auch stimmen. Ja. Es gibt auch andere, mit denen ich befreundet bin, aber da geht's halt nicht. Geht's halt nicht. So. Aber tatsächlich wurde das jetzt abgesagt. So, na Moment, jetzt muss ich erst mal erzählen. An dem Tag, an dem du die Zusage bekommen hast, dass du das machen darfst, dass das alles fix ist. An dem Tag bekam ich ein paar Stunden nach deiner Zusage, bekam ich die Absage zu meinem Event, dass meine Weihnachtsfeier ausfällt. Und schade. Heute hast du... Ist mein Moderationsjob in der Bundestagsfraktion, wurde dann heute auch abgesagt. So, jetzt stehen wir beide ohne da. Ohne Jobs da, aber sie werden es dann nächstes Jahr wiederholen. Und jetzt denke ich mir, wenn die dich so mega geil finden, dann werden die wahrscheinlich dann dich anfragen und nicht mich. Weil ich habe ja geschrieben, und dann, ich freue mich schon auf nächstes Jahr. Und da fiel mir irgendwann ein, scheiße, die wollten eigentlich Margot haben. Ich bin nur die Ersatztranse. Naja gut, wir werden sehen, wie sie dann haben wollen. Zur Not machen wir das halt auch gemeinsam. Ich habe nämlich auch
auch schon gedacht, ob wir das dann vielleicht gemeinsam machen. Ich mache das sehr gerne mit dir gemeinsam. Können wir ja mal vorschlagen. Wir schlagen das vor. Natürlich dann fürs Dreifache, aber natürlich. Das ist doppelte Transenpower, doppeltes Honorar. Ah, so. Mensch, das haben wir schon. Also unser Plan für 2021 steht damit schon. Das Jahr gesichert finanziell. Das Jahr ist gesichert. So, Margot, wir sind auch durch langsam, oder? Wir sind auch wieder durch. Ja. Es war schon wieder. War es nicht schnell alles? Ja, unterhaltsam war es auch mit dir. Wir haben unsere Zeitbegrenzung natürlich wieder gnadenlos überschritten. Natürlich, ist ja klar. Wir schaffen das nicht mal in einer Stunde. Ne? Was willst du machen? Ich möchte eigentlich nur darauf hinweisen, dass ihr jetzt natürlich bitte alle diesen Podcast, falls ihr das nicht schon getan habt, folgen sollt, abonnieren sollt. Wir sind auf allen Apps. Sogar jetzt auf iHeartRadio. iHeartRadio. Was immer das ist. Keine Ahnung. Aber seit 2 Tagen sind wir auch dort. Super. Und bitte, ihr lieben Puppis, erzählt von uns. Schlagt uns vor bei FreundInnen. Einfach wie lustig und wie toll sind. Wenn ihr das auch wirklich denkt, würden wir uns sehr freuen. Und ja. Genau, teilt das auf allen sozialen Netzwerken, Medien, verlinkt uns gerne auch überall mit drin, wir mögen das sehr, sehr gerne. Und natürlich, wo ihr kommentieren könnt, kommentiert bei uns, wir können Kommentare lesen. Und ich möchte nochmal ganz kurz dazu sagen, wir haben sehr, sehr viele Kommentare bekommen. Bei Let's Cast zum Beispiel kann man wirklich direkt kommentieren. Das fand ich sehr, sehr süß. Da haben wir tolle Nachrichten bekommen. Und das fand ich also total putzig. Es waren sehr herzerweichende, fröhliche Nachrichten. Herzerweichend? Ja. Das heißt herzerwärmend. Nee, bei mir hat es das Herz erweicht. Okay. Es weitete sich dann zu einem saftigen Steak. Du Margot, sag mal, wann gibt es denn eigentlich die nächste Ausgabe? Ach so, ja, natürlich. Die nächste Ausgabe gibt es dann pünktlich am 31. Dezember. Zu Silvester? Ja! Ist das aufregend, Margot. Dann beschließen wir das Jahr und leiten gleich über ins Neue. Ich meine, was gibt's Schöneres als mit uns das gemeinsam zu tun. Ja, ich finde auch, mit uns ins neue Jahr zu podcasten ist doch großartig. Kannst du dir was Schöneres vorstellen? Ja. Bis dann. Bis dann, bye. Sag mal, Margot, bist du heute eigentlich geschminkt? Natürlich bin ich geschminkt. Ich bin auch geschminkt. Hallo, also wenn einer beim Podcast geschminkt ist, dann doch wohl wir beide. Ich bin geschminkt. Also geschminkt, wirklich. Alter. Geschminkt. Ja, und super geschminkt. Man sieht dich durch die Scheibe nur nicht. Ist ja so voll gerotzt. Tschüss. Das war's mit dem Podcast von Jessica und Margot für dieses Mal. Ab sofort keine Ausgabe mehr verpassen. Jetzt abonnieren.